Premiere im Rasenfunk. Wir haben heute eine Spielerin zu Gast zur Spielanalyse und es hätte keine bessere treffen können. Michaela Specht ist hier von der TSG aus Hoffenheim, wird mit uns alle Spiele dieses Spieltags besprechen. Und ebenfalls hier ist Sarah Reutmeier, Koordinatorin Frauenfußball bei der Spielvereinigung Fürth. Jetzt geht's los hier im Rasenfunk. Heute im Rasenfunk. Ich habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesen Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann. Alles zur Bundesliga der Frauen. Ich grüße euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich total, dass ihr eingeschaltet habt und es lohnt sich heute ganz besonders. Ich freue mich unheimlich über meine Gäste. Michaela, schön, dass du hier bist. Ich freue mich total, dass du im Rasenfunk bist. Hallo, danke schön für die Einladung. Sehr gerne. Schön, dass auch Sarah hier ist. Hi Sarah. Servus, auch in die Runde. Michaela, es gab ein Interview, das auch so ein bisschen dazu geführt hat, dass du jetzt hier bist. Das hast du mit der lieben Annika Becker geführt, wird natürlich verlinkt in den Shownotes. Und da hat sie sich und dich unter anderem darauf angesprochen, dass du eben in der Spielanalyse tätig bist. Sind Spielerinnen die besseren Spielanalystinnen? Wie ist denn Spielanalyse aus deiner Sicht? Ja, ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man das jetzt in meinem Fall jahrelang schon miterlebt hat und wöchentlich Analysen auch des Trainerteams präsentiert bekommt, ist ja nicht nur Vorbereitung, ist auch Nachbereitung oder auch in der Woche mal Einzelanalysen, das ist ja alles ein Teil davon. Demnach, ja, ist ein Riesenvorteil und allgemein, glaube ich, ist das schon ein sehr, sehr wichtiger Faktor mittlerweile im Fußball geworden. Aber gab es denn das, dass du in der Zusammenarbeit dann mit anderen Analystinnen und Analysten, dass die dann manchmal Dinge gesehen haben und du ihnen dann aber sagen konntest, ey, Entschuldigung, aber unten auf dem Feld sieht es komplett anders aus und nein, dieser Passwinkel ist überhaupt nicht offen? Ja, das ist tatsächlich schon öfter mal der Fall. Deswegen würde es natürlich helfen, wenn die Analysten auch Spielerfahrungen selber gemacht haben. Mhm. Aber auch das kann man lernen und ich glaube, da hat man mittlerweile auch einen ganz guten Weg gefunden, dass es auch jeder einschätzen kann, was möglich ist und was man einfach auch am Spielfeld nicht sehen kann. Mhm. Sarah, du baust ja quasi bei Fürth jetzt die Frauenfußballabteilung weiter aus. Welche Rolle spielt Spielanalyse da bei euch? Wird immer wichtiger, würde ich behaupten. Also vor allem auch das Thema, wie spielt dann auch der Gegner, sich darauf einzustellen und sich die Spiele auch dann dementsprechend davor auch anzuschauen und am Ende eben auch über digitale Tools zu nutzen. Also ja, wird immer wichtiger. Und ist bei euch die Kamerasituation genauso schlecht? Also ich habe bei den Frauen habe ich leider keinen Analysezugang mehr. Y-Scout hat die Videos nicht mehr seit dieser Saison. Das heißt, ich muss jetzt quasi mit den Fernsehkameras arbeiten, die wir alle haben. Michaela, habt ihr noch andere, wenn ihr jetzt Frauen-Bundesliga-Spiele analysiert oder müsst ihr das auch aus den Winkeln analysieren, die wir alle sehen? Nee, die Liga hat einen Anbieter, der aus der Taktikperspektive filmt. Das ist auch ganz klare Zulassungskriterium für die Bundesliga. Demnach sehen wir zum Glück alles und haben auch eigentlich immer alle 22 Spieler auf dem Video. Aber wo steht denn dann die Kamera am Kotterweg bei Leipzig? Weil auf dem Dach kann sie nicht stehen, das habe ich schon mal nachgefragt. Ist die dann hinter Tor? Nee, auch seitlich. Irgendwo auf einem Turm muss sie da platziert sein. Okay, ich will Zugriff auf diese Bilder. Es würde einiges so viel einfacher machen. Naja, wir wollen natürlich später noch über dein Spiel sprechen und auch so ein bisschen generell gerne auf deine Sicht auf den Fußball. Aber wir wollen natürlich auch diesen Spieltag besprechen, denn an dem ist ja auch so einiges passiert. Und unter anderem hatten wir wieder eins dieser Highlight-Spiele. Das heißt, ein Spiel in einem großen Stadion und das fand in Köln statt, zwischen Köln und Werder Bremen. Es waren wieder über 30.000 ZuschauerInnen vor Ort und die haben ein tolles Spiel gesehen. Gerade der FC hatte viele Chancen. Es hat dann eine ganze Weile gedauert, bis die erste davon genutzt werden konnte. Das war dann auch eine sehr große, denn es war ein Strafstoß. Livia Peng wird von
also trifft Schimmer mit ihrem Kopf am Knie, bringt sie so zu Fall, verletzt sich dabei am Kopf und verursacht einen Strafstoß. Sie konnte dann weiterspielen nach einer Behandlungspause und das war dann das 1:0 von Schimmer. Allerdings kam es noch zum Ausgleich. In einer guten Phase schießt Werder dann den Ausgleich durch Sehan in der 76. Minute, aber dann, gerade als die ZuschauerInnenzahl verkündet wurde und sich alle selbst gefeiert haben im Stadion, ging es direkt über in den Torjubel. Vian Koska kann nach einer Verlagerung flanken und findet Carlotta Wamsa am zweiten Pfosten, die im 2 gegen 1 steht und den Ball mit dem Bauch über die Linie drückt. Aber völlig egal, ein ganz, ganz wichtiger Dreier für Köln. Sarah, wie hat dir das Spiel und die Kölnerinnen gefallen? Ich glaube, das Spiel generell auch ein richtig interessantes Spiel, richtig spannendes Spiel. Klar, was soll man sagen bei so einer Atmosphäre? Ich finde, die Kölner Fans haben unfassbar viel Stimmung gemacht. Ich hatte Gänsehaut beim Zuschauen tatsächlich schon, wo die Spielerinnen eingelaufen sind. Das ja, war Wahnsinn. Ich finde, die Kölnerinnen sind auch richtig gut ins Spiel gestartet. Also ich glaube, ich habe mir aufgeschrieben, gleich in der 6. Minute haben die über links gestartet. Gut, da hat dann die Keeperin relativ gut gehalten. Also auch da ging es gleich los. Auf der anderen Seite wieder nach 4, 5, 6 Minuten weiterhin dann Bremen wieder dran. Also es war echt hin und her, bis dann irgendwie der Elfmeter kam, den du jetzt vorhin schon mal angesprochen hast. Und ich hatte irgendwie dann so ein bisschen das Gefühl, das hat Köln auch nochmal so ein bisschen eine Beflügelung gegeben. Mhm. Da kamen dann weitere Angriffe und Bremen gefühlt eher über die Standards. Also eher über, ich sage jetzt mal, eine Ecke oder dann auch mal über einen Pass, aber eher die Standards waren dabei bei Bremen ein bisschen gefährlicher. Hattest du auch das Gefühl, dass die Atmosphäre da zumindest auf Kölnerinnenseite echt sich aufs Spiel ausgewirkt hat? Ich hatte so das, also es ja. Ich glaube auch, das hat denen gefehlt in den letzten Wochen, dass die da einfach auch von den Zuschauern mal, sage ich jetzt mal Unterstützung bekommen. Also ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, das hat sie beflügelt. Und du hast auch bei der einen oder anderen Spielerin gesehen, die dann wirklich auch noch den Sprint angezogen hatte, obwohl es schon der 6., 7. war und dann einfach noch, weil die Zuschauer auch voll dahinter standen. Es war ganz schön zu sehen. Michaela, das ist schon so, dass man manchmal von außen beflügelt werden kann. Ist jetzt nichts, was ich mir einbilde, oder? Nee, geht in beide Richtungen. Mich persönlich stören Pfiffe tatsächlich auch nicht. Auch das pusht. Mhm. Hauptsache es ist laut. Habe ich jetzt in Hoffenheim leider nicht ganz so oft. Aber die Stadt Köln hat das letztes Jahr souverän und überragend gemacht und jetzt wieder mit 30.000. Ja, das macht schon Spaß. Was war die größte ZuschauerInnenmenge, vor der du gespielt hast? Knapp 12.000 in San Sebastian gegen den FC Bayern in der Champions League-Qualifikation. Ach ja, na klar, das habe ich ja gesehen. Ja, logisch, ja. Stimmt ja. Ja gut, da war die Stimmung auch gut. Aber da hat man auch gemerkt, da waren beide ein bisschen nervös. Also sowohl Bayern als auch, wenn ich mich gerade richtig erinnere, da gab es schon so einzelne Situationen mit unnötigen Ballverlusten, sage ich mal. Ja, für die Spanier war es das erste Mal und dann auch im großen Stadion. Mhm. Bei Bayern war es damals ja fast das erste wichtige Spiel unter Alex Strauß, hat man auch gemerkt. Ja, das stimmt. Meine Güte, das kommt einem vor, als ob das 18 Jahre her ist. Dabei ist es doch gar nicht so lange her. Aber dann mal zurück zum Spiel Köln gegen Werder. Warum, Sarah, glaubst du denn, dass Werder nicht so wirklich diesem Spiel so seinen Stempel aufdrücken konnte? Die spielen ja eigentlich eine ganz tolle Saison und sie haben es ja auch geschafft, zum Ausgleich zu kommen und trotzdem geben sie dieses Spiel noch her. 5 Minuten zwischen Ausgleich und Gegentreffer. Was hat da gefehlt, deiner Meinung nach? Ich glaube, die Kölnerinnen haben es gut verteidigt tatsächlich, auch gut oben angegriffen, also gut gepresst oben. Mhm. Und am Ende hatte ich das Gefühl, dass das zentrale Mittelfeld sich nicht so aufdrehen konnte wie sonst. Dass da einfach gut zugestellt war und ja, am Ende hat vielleicht das gewisse Glück auch gefehlt. Mhm. Also das Gefühl hatte ich. Spielst du mit dem Glück, was gefehlt hat, auf den Strafstoß an, den es vielleicht noch in der letzten Aktion des Spiels eigentlich hätte geben können für Werder? Hätte geben können, das sind wir wieder in der Schiedsrichterdiskussion. Ich glaube, der eine hätte es gegeben, der andere wieder nicht. Mhm. Ja, also ich glaube, vom
Ich habe mich gefreut, dass am Ende Köln gewonnen hat, weil es einfach eine Wahnsinnsatmosphäre war. Man hat gesehen, was am Ende dann auch für eine Last von denen abgefallen ist. Aber vielleicht wäre der Ausgleich da noch ja, verdient gewesen. Also Laura Vogt rempelt Nina Lürsen weg und trifft sie auch noch unten am Fuß. Ehrlicherweise für mich eher Strafstoß. Glück gehabt, dass das Sina Diekmann in dem Fall nicht so gesehen hat. Hatte aber auch einen schlechten Winkel drauf. Ich weiß nicht, ob sie es vielleicht von hinten gesehen hat. Und es gab nicht so allzu viele Wiederholungen von der Szene, wo man die Schiedsrichter auch sehen konnte. Deswegen keine Ahnung. Aber ja, ich habe viel darüber nachgedacht, ob das jetzt vielleicht einfach, also einfach, ob da Lina Hauseke gefehlt hat bei Werder. Weil wenn man so über Spiele spricht, wo es schwieriger war, also wo eben das Pressing der Gegnerin gut funktioniert hat, wo über die Flügel nicht so viel zugelassen wurde, und das war definitiv beides der Fall gegen Köln, dann war es ja oft Hauseke, die sowohl gegen den Ball mal dazwischen gehauen hat und die aber auch manchmal sich den Ball geschnappt hat und ihn einfach getragen hat mit so einer irren Dynamik. Und das reicht ja manchmal schon, wenn eine Dynamik aufnimmt, können alle anderen auch nebenher sprinten. Ich weiß nicht, ob es vielleicht ein bisschen zu einfach ist, Sarah, aber ich kam da nicht drum rum, weil ich fand auch, dass sie im Mittelfeld unterlegen waren letztlich, und da fehlt halt dann Hauseke. Ja, vor allem, weil sie eine Wahnsinns Zweikampfspielerin ist. Also sich da auch einfach mal rein, den Körper auch einfach mal reinstellt und vielleicht auch mal das Foul zieht, aber da auch einfach mal zeigt, ich bin auf dem Platz. Was vielleicht auch gefehlt hat in so einem Spiel, wo du auch einfach von außen so viel Motivation vielleicht auch kriegst, Pfiffe auch kriegst, wo vielleicht auch so ein Thema wichtig ist, tatsächlich. Also wie gesagt, das Mittelfeld, gerade das zentrale Mittelfeld, hat mir da bei Werder Bremen leider nicht so gut gefallen, weil halt auch eben über die Außen sehr viel gepresst wurde, und da musst du am Ende ja über die Mitte spielen. Mhm. Ja, und bei Köln noch ein paar Worte zu denen. Was hat denn da bei denen jetzt besser funktioniert als in den letzten Spielen? Also Köln hat jetzt insgesamt eine bessere Phase, 0-0 gegen Duisburg. Das war schon eher unglücklich, dass man da nicht noch mehr mitgenommen hat. Aber es kann ja nicht nur die Kulisse gewesen sein, man muss es ja dann auch umsetzen. Wer hat dir denn gut gefallen beim FC? Also ich finde auf jeden Fall die Außenspieler, weil einfach viele Schnittstellenpässe kamen. Also auch da, die haben, also in dem Fall Wamsa und Zeller, haben einfach Gas gegeben auf den Außen. Mhm. Die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Die haben immer wieder den Ball gesucht. Der Ball wurde dann ab und an eben auch gut gespielt. Sind auch ein, zwei Mal ins Abseits dadurch gelaufen natürlich. Das kommt dann auch. Aber da, das fand ich eine super, super Aktion auch. Und auch Wilde hat mir gut gefallen. Macht auch da nochmal den einen oder anderen guten Freistoß, der auch echt nochmal gefährlich wurde. Wir hatten einen Lattentreffer, glaube ich, auch dabei, wo die Torhüterin noch hinkommt. Also ich finde einfach im Offensiven die zwei Außen und da das zentrale Mittelfeld hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und man darf auch nicht vergessen, auch die Torhüterin bei Köln musste ihren Kasten sauber halten. Also auch da, finde ich, hat es einfach gut funktioniert. Paula Hoppe, immer noch 17 Jahre alt, Ende diesen Monats wird sie dann 18, dann ist sie die 18-jährige Paula Hoppe. Ja, also du hast angesprochen, Manju Wilde hat zweimal Aluminium getroffen, einmal Außenpfosten, das war schon eine richtig schöne Aktion, zieht den Ball hinter ihrem Standbein vorbei und spielt damit zwei Bremerinnen aus, eine tunnelt sie dabei sogar. Und der zweite Aluminiumtreffer war dann eben der Lattentreffer, wo Peng dran war. Peng generell gutes Spiel gemacht, also hat toll pariert zwischendurch, hat auch hin und wieder sich gut Flanken noch geschnappt. Das war ja so das, wo in der Vergangenheit manchmal so kleinere Fehler mit drin waren. Also die haben mir ja auch gut gefallen. Und ich würde Marleen Schimmer noch hervorheben, weil die schießt ein Tor, holt den Strafstoß dazu raus und sie holt auch noch zwei gelbe Karten raus gegen Wirtz und gegen Penn. Die war eben so oft nur durch Faust zu stoppen, dass sie auch noch das erreicht hat. Und ich glaube, nee, es war gegen Lürsen und gegen Peng. Wirtz hat ja gar keine Karte gesehen, oder? Muss ich nochmal gerade nachgucken. Doch, es war Wirtz. Ich hätte meinen Notizen vertrauen sollen. Aber gefühlt war dieses Spiel schon irgendwie 18 Spiele her für mich. Aber also das war, die hat einfach ein tolles Spiel gemacht und ist ja auch interessant, weil das war ja immer so eine ganz neuralgische Position beim FC. Ganz lange eben fest besetzt. Und jetzt mit Mandy Islacker natürlich. Und jetzt die Frage, wer sie da ersetzen könnte. Also runde Sache. Und glaubst du, dass damit Köln, ich meine, rechnerisch sind sie natürlich noch nicht durch, 6 Punkte Vorsprung jetzt auf Nürnberg und Duisburg, aber könnte schon vielleicht so der Sieg gewesen sein, wo wir dann im Nachhinein drauf schon auf die Saison und sagen, naja, also da haben sie sich dann befreit. Also ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass es beflügelt und dass sie auch mit Selbstvertrauen ins nächste Spiel gehen. Also wie du schon angesprochen hast, das letzte Spiel auch da einen Punkt geholt, jetzt ein Dreier, dementsprechend tatsächlich
glaube ich, dass die sich in der Liga halten können, wenn sie die nächsten Spiele so weiterspielen. Das darf man jetzt nicht vergessen, ne? Also die müssen jetzt hier schon weiter Gas geben und müssen auch ihrer Taktik treu bleiben und weiterhin so gute Einzelleistungen auch bringen, dass das was wird. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, das Spiel von Hoffenheim gegen Köln war eher ein enges. Auswärts 2-1 gewonnen für Hoffenheim. Du hast ein paar Mal genickt, Michaela, aber gab es irgendwelche Dinge, wo du noch was ergänzen magst oder vielleicht aus deinen Eindrücken aus dem Spiel damals gegen Köln? Nee, da gehe ich jetzt mal mit. Halte ich mich bedeckt dazu. Gut, ich sehe schon, du wartest aufs Heimspiel, das ihr dann gegen Köln haben werdet. Das kommt ja auch in zwei Heimspielen ist soweit. Jetzt erst Wolfsburg, dann auswärts und dann kommt Köln. Für die es jetzt dann aber erstmal weitergeht in Leverkusen. Das ist die nächste Partie für Köln. Und dann kommt natürlich ein wichtiges Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg. Im Grunde, wenn du dieses Spiel nicht verlierst, dann bist du wahrscheinlich so gut wie durch. Solltest du es gewinnen, dann definitiv, auch wenn es rechnerisch dann noch nicht möglich ist. Also ein ganz, ganz wichtiger Sieg für den FC und das vor der perfekten Kulisse dafür. Freund von mir, liebe Grüße, Thomas Spitzer war im Stadion und hat gesagt, endlich habe ich mal einen Sieg gesehen, der war nämlich bisher nur bei den Männerspielen. Habe ich gesagt, ja, das hätte ich dir früher sagen können, dass da die Chancen größer sind. Ein bisschen habe ich geflunkert, aber das weiß er wahrscheinlich gar nicht. Für Werder Bremen, für die ja Gott sei Dank nichts passiert ist, also aus Sicht von Werder Bremen natürlich. Genau das Gleiche haben wir schon nach dem 0-3 gegen Freiburg gesagt, mit der schweren Verletzung von Lina Hauseke. Für Werder Bremen geht es jetzt zu Hause weiter gegen die SGS Essen. Werder bleibt bei 20 Punkten, 12 Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Also alles ganz, ganz wunderbar. Und bei ganz, ganz wunderbar, da sind wir auch beim VfL Wolfsburg. Der hat es nämlich geschafft, in den letzten 4 Partien ein Gegentor zu kassieren, das gegen den 1. FC Nürnberg, aber 19 Tore zu schießen. 3-0, 9-1, 3-0, das im DFB-Pokal und jetzt gegen Raber Leipzig zu Hause ein 4-0. Das heißt, die ganz, ganz fantastische Tordifferenz, die Wolfsburg hat, nämlich plus 34, die stand vor einigen Spieltagen noch wesentlich niedriger. Und wir sehen, Michaela, dass Wolfsburg so richtig einen Lauf hat und das konnte man auch gegen Leipzig sehen. Zwar gab es ein bisschen Mithilfe, also Elvira Herzog fliegt an der Ecke vorbei und Hegerin kann den Ball dann mit der Brust, Bauch ins Tor bringen. Und Leipzig hat dadurch, dass es sehr hoch gepresst hat, immer wieder die Pässe hinter die Kette angeboten. Und das haben wir gefühlt 20 Mal pro Spiel gesehen, dass das geklappt hat. Und so hat Wolfsburg seine Tore gemacht. Und die sahen dann eben manchmal sehr einfach aus, weil eben Pop zum Beispiel auf Brand querlegt und sie muss nur noch einschieben. Wir haben aber dann später gesehen, so einfach ist das gar nicht, denn das hat sie genau so nochmal gemacht und da hat Brand dann vorbeigeschoben. Also nicht zu schnell urteilen. Aber man kann schon sagen, also auch wenn Leipzig da mitgeholfen hat, das ist ein sehr starker Auftritt vom VfL Wolfsburg gewesen, oder? Ja, absolut. Ich glaube, die rollen gerade wieder richtig los, auch wenn beispielsweise eine Paio noch fehlt. Aber Jule Brandt hat da zu alter Stärke zurückgefunden. Auch was sie heute gezeigt hat, muss man sagen, das ist eine Antwort auf die Kritik, die sie in der Hinrunde eingesteckt hat, sehr deutlich. Ähnlich wie du gesagt hast, Leipzig hat relativ hoch in ihrem 4-4-2 sind sie angelaufen. Am Anfang hatte Wolfsburg tatsächlich, fand ich, noch nicht ganz so viele Lösungen dagegen. Haben es auch viel mit den langen Bällen direkt von der Abwehrkette probiert. Als ich dann so ein bisschen Jule Brandt auch oder Sven Jahoud mit ins Mittelfeld neben Oberdorf gezeigt hat, hatten sie da ein paar mehr Möglichkeiten und der lange Ball war nicht ganz so weit. Und sobald der ankam, ging es fast freie Fahrt aufs Tor zu. Sie haben auch, fand ich, sehr viel 1 gegen 1 über die Flügel mit Jonsotti und Brand in der ersten Halbzeit gewonnen. Da wurde es immer gefährlich. Leipzig hat defensiv ganz kompakt noch gestanden, muss man sagen, eben weil flach relativ wenig ging. Aber bei hohen Bällen auf die schnellen Außen von Wolfsburg war dann da auch nichts mehr zu machen. Absolut verdient, das hätte auch, und ich glaube 4-0 ist noch sehr schmeichelhaft für Leipzig, das hätte auch deutlich höher ausgehen können. Sie selber hatten einen Eckball, der gegen die Latte geht, aber ich glaube, den hätte Froms auch mal locker gefangen dann. Hätten eventuell auch noch einen Elfmeter bekommen können für das Foul an Jonsson hier. Ja. Ja,
sehr, sehr souverän, sehr dominant von dem VfL. Und wenn man sich dann trotzdem über was beschweren kann, ist es die Chancenverwertung. Und jetzt habe ich ja ein bisschen, ich habe versucht, das elegant zu übergehen, dass ja eines dieser vier Spiele in der Vergangenheit, nämlich unter der Woche, stattgefunden hat. Und das war ja im DFB-Pokal eben bei euch in Hoffenheim. Wie ist es denn, gegen dieses Wolfsburg zu spielen, das ins Rollen kommt aktuell? Ja, das muss ich sagen. Ich fand unsere erste Halbzeit sehr gut. Hm. Da haben wir Wolfsburg, fand ich, kaum ins Spiel kommen lassen. Unser Pressing hat da ganz gut funktioniert. Machen halt zwei Standardtore, die man so auch, ja, das entscheidet dann auch einmal so ein Spiel. Wir im Gegenzug laufen auch ein, zweimal aufs Tor zu und unsere Chancenverwertung war halt an dem Tag nicht gut. Das fand ich schon, also muss man auch Abstriche machen zu dem Spiel von heute. Würde ich jetzt mal auch ein bisschen selbstbewusst behaupten, dass unsere Qualität ein Tick höher ist als die von Leipzig. Aber ja, man hat da gesehen, was eine brutale individuelle Qualität auch auf dem Platz ist. Ein Eckball, und wenn Alex Popp einfliegt, ist es sehr, sehr schwer zu verteidigen. Wen musstest du immer markieren? Ich habe das Spiel gesehen, aber ehrlich gesagt wieder vergessen, wem du zugeteilt warst bei den Ecken. Marina Hegering. Oh Gott. Ich hätte natürlich das heute verhindert, klar. Ja, logisch, klar. Das war ja auch, deswegen hat sie sich so gefreut, dass sie endlich mal wieder einen Stich machen konnte. Die arme Marina Hegering, schon so lange kein Erfolgserlebnis mehr gehabt. Aber erklär mir mal eine Sache, und zwar, du hast ja auch gesagt, Leipzig hat es am Anfang ganz gut geschafft, Wolfsburg zu pressen. Und man hat ja immer wieder ganz gut die Trainer reinrufen hören. Und da haben wir auch Usun gehört, der immer wieder gesagt hat, Höhe halten, Höhe halten. Und dann, wenn der Ball auf die Außenverteidigerin ging, dann quasi Zugriff. Spielfeld abkappen, dass sie nicht wieder zurückspielen können und so weiter und so fort. Und das hat auch wirklich ganz gut funktioniert. Und trotzdem hatte ich den Eindruck, das ist eigentlich genau das, was Wolfsburg möchte, weil ich habe das Gefühl, die spielen sich ja so ganz langsam den Ball hin und her zwischen den Innenverteidigerinnen meistens. Meistens nehmen sie Merle Frums gar nicht mit, sondern einfach hin und her, hin und her und hin und her. Und dann, wenn die Gegnerinnen kommen, dann spielen sie den Ball auf die gegenüberliegende Seite, wo die Gegnerinnen kommen, und dann ist eben Platz da im Mittelfeld. Also darf man sich von Wolfsburg nicht locken lassen? Muss man komplett im Block nachschieben? Wie müsste man es machen? Schwierig. Ich fand auch, dass Leipzig das vor allem in der ersten Halbzeit auf Wilms, wo ich finde, da merkt man auch die fehlende Spielpraxis bei ihr. Da kam sie nicht zurecht. Auch Jansen auf der Linksverteidigerposition hatte anfangs Probleme. Mhm. Aber ja, als sie dann vor allem in die Innenverteidigung gewechselt ist, gab es auch eine Szene, wo sie wirklich lange wartet und dann der lange Schlag kommt und Jule in dem Raum perfekt reinläuft. Es ist schwierig. Man läuft eigentlich schon auch mal gerne hoch an, aber dann bietest du hinten halt brutale Räume. Ich glaube, wenn man diese Schnelligkeit vorne hat, ist es besser, wenn man vielleicht einen Tick tiefer steht, weil sie dann doch auch nicht immer die Lösungen haben. Auch heute, wie gesagt, flach durchkombiniert haben sie sich selten. Die gefährlichen Aktionen kamen immer über lange Bälle. Und wenn du einen Tick tiefer stehst, kannst du die verteidigen. Ja, und dann ist Wolfsburg ja auch so ein Team, das sich an positiven Aktionen so selber hochzieht. Also wenn du Jons dort hier mal zweimal einfach einen Sprint gibst, wo sie 15 Meter Wiese vor sich hat, dann gewinnt sie den in der Regel, oder sie wird gefoult, oder sie glaubt, sie wird gefoult und holt sich dann eine gelbe Karte für meckern. Aber das war eine andere Sache jetzt in diesem Einspiel gegen Leipzig. Aber dann kommt die so richtig rein. Und ähnlich, finde ich, ist es bei einer Jule Brandt auch, bei der ja heute auch nicht alles geklappt hat. Aber am Ende stehen jetzt hier eben dann zwei Tore, ihre ersten beiden Saisontreffer für Wolfsburg. Das ist ja schon völlig irre am 15. Spieltag. Und die dadurch aber richtig stark geworden ist. Und ich bin selber dann so unentschlossen. Ich meine, dass Leipzig das verliert, ist es ja völlig in Ordnung. Und wir haben ja jetzt alle gesehen, Leipzig hat sich extrem schwer getan. Jetzt haben sie sich in die Saison reingekämpft. Es sieht derzeit so aus, als ob das auch reichen würde. 5 Punkte Vorsprung auf Nürnberg aktuell. Kann nochmal eng werden, aber das heißt, wir müssen jetzt ja nicht so drüber reden, dass das hier ein Skandal ist, dass Leipzig was versucht hat und das hat nicht geklappt. Aber ich frage mich halt, ja, was ist denn dann, was könnte der Ansatz sein? Und vielleicht ein bisschen tiefer, dann musst du deine Identität so ein bisschen verraten. Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn jemand sagt, wir spielen erstmal das, was wir auch gerne spielen. Aber gerade als Innenverteidigerin
guckst du doch wahrscheinlich auf diese ständigen Laufduelle gegen eine Jule Brandt, gegen eine Jons Dottir und dann ja immer noch eine Alexandra Popp, die da auch noch mit drin rumläuft. Also da kriegst du ja Angstschweiß vom Zugucken. Ja, wie gesagt, das ist sehr schwierig. Innenverteidiger sind jetzt, es gibt Ausnahmen, aber die meisten haben da schon auch Geschwindigkeitsnachteile gegen diese Offensive. Demnach, glaube ich, tut es ganz gut, wenn man da insgesamt immer ein bisschen tiefer steht. Außer natürlich, du hast ein überragendes Pressing, weil auch eine Kathi Henrich oder auch, wenn man die mal hoch anläuft, sind sie auch nicht immer sattelfest, was ja auch teilweise in der Champions League dann zu sehen war. Ja, das stimmt. Letztes Jahr. Demnach, ja, es gibt sicherlich verschiedene Möglichkeiten, Wolfsburg zu knacken. Aber ja, mit der RB-Fußball, sie versuchen es jetzt wieder höher. Ich glaube, der ganze Verein ist gerade noch so ein bisschen selber am Suchen, wofür sie denn stehen wollen. Weil der RB-Männerfußball ja doch auch ein bisschen anders ist als der der Frauen. Und ich glaube, da müssen sie jetzt selbst mal so für sich gucken, wo es denn hingeht, weil sie auch ganz klar gemerkt haben, es ist nicht ganz so einfach. Von Champions League redet da jetzt nach einem Dreivierteljahr niemand mehr. Ja, das stimmt. Und ich finde fast, dass die Frauen den Männern fast noch zu ähnlich sind. Also ich finde, das 4-2-2-2 kann ein wunderbares Offensivsystem sein, wenn du dafür die richtigen Spielerinnen hast. Gegen den Ball wird es ja zum 4-4-2, aber das hohe Rausschieben, also es gibt einfach im Zentrum, kannst du Leipzig sehr leicht in Unterzahl stellen. Und das machen halt einfach, also so Teams wie Wolfsburg machen das natürlich. Bayern hat eine Halbzeit gegen Leipzig gespielt, das war mit die beste Halbzeit der Bayern in dieser Saison, die man so sehen konnte. Da haben sie auch genau das ausgenutzt, dass sie immer ein 3 gegen 2 in der Mitte hatten und dann hat Leipzig Spielerin reingezogen und dann hat Bayern alles über außen gespielt, weil sie da dann das 3 gegen 2 hatten. Also ich glaube, und im Männerfußball, da funktioniert es eben, weil sie da eben die entsprechenden Spielertypen für haben. Jetzt hier mit Marlene Müller und Sandra Starke auf den Flügeln zum Beispiel, ich hatte das Gefühl, das hat nicht so ganz gepasst im Umschaltmoment. Nee, Sandra Starke ist auch ganz klar mittlerweile keine Flügelspielerin mehr. Mhm. Fühlt sich auf der 6, glaube ich, am wohlsten. Ja, das merkt man dann. Als eine Andrade reinkam, ist es da einfach mehr Tempo da. Mhm. Und mit Tempo, muss man sagen, hat man immer einen Riesenvorteil. Ja. Und was wird jetzt im nächsten Spiel von Wolfsburg passieren? Die spielen jetzt, lass mich nochmal kurz ganz genau gucken. Ach, die spielen in Hoffenheim. Das ist ja interessant. Das könnte ja spannend werden. Wer wird da wohl Marina Hegerin bei Ecken decken? Ich werde ganz genau hingucken. Also, wie blickst du auf die Partie voraus? Ja, wir wollen auf jeden Fall was mitnehmen. Am besten Fall die 3 Punkte zu Hause bei uns lassen. Ich meine, wir stehen gerade auf dem 3. Platz. Wenn man auf diesem Platz bleibt, bedeutet das die Champions League Qualifikation. Und ich glaube, man hat es trotz des Ergebnisses, ich glaube, das 3-0 spiegelt das Spiel nicht ganz wieder von Dienstag, haben wir definitiv eine Chance. Und wir müssen vorne vielleicht ein paar Tore machen und hinten vor allem Standards gut verteidigen, was wirklich ein großes Manko war. Okay, das hätte mir jetzt aber noch so jeder sagen können, wir müssen vorne ein paar mehr Tore machen und wir müssen hinten was, wir müssen die Standards besser verteidigen. Ja, okay, das hätte sogar ich geschafft. Was würde jetzt denn die Spielanalystin Michaela Specht, was würde die denn dem Team sagen? Oder würdest du, wenn du jetzt Trainerin wärst, würdest du was verändern im Ansatz zum DFB-Pokalspiel? Tatsächlich erstmal wenig, weil eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, in der ersten Halbzeit hat unser Pressing ganz gut funktioniert. Wir kamen in gute Umschaltsituationen. Wir laufen 3 gegen 2 auf die Kette zu manchmal. Wir haben hinten aus dem Spiel heraus, vor allem in der ersten Halbzeit, eigentlich nichts zugelassen. Ja, demnach würde ich da jetzt erstmal gleich rangehen. Aber ist natürlich immer so eine tricky Geschichte, wenn man innerhalb kürzester Zeit 2-mal gegen ein Team spielt. Aber klar, wobei man auch da sagen muss, der VfL besinnt sich auch meistens auf seine Stärken. Ja, das stimmt. Geht man jetzt auch keine großen Veränderungen, gehe ich mal von aus, bis Freitag erkennen. Demnach kommt es dann einfach drauf an, wer es besser umsetzt. Ja,
Das ist wahr. Und letzte Frage, dann lasse ich dich mit Wolfsburg jetzt auch in Frieden. Mit dem wirst du dich noch genügend beschäftigen dürfen diese Woche. Wie sehr nervt es, dass bei Wolfsburg auch jeder Einwurf wie eine Standardverteidigung ist und man dann eben wieder Marina Hegering decken muss? Ja, gut, bei Einwürfen gehen sie nicht alle mit nach vorne. Das ist das Glück. Und zum Glück wirft ja auch nur Jonstott hier so weit, muss man auch sagen. Aber das ist schon eine brutale Qualität von ihr. Macht es nicht angenehmer als Verteidiger, aber auch da, wenn man es weiß, kann man sich darauf einstellen und sich einen Plan zurechtlegen, wie man das verteidigt. Aber das sind ja dann meistens, der Ball kommt ja nie so weit in den Strafraum, dass man ihn direkt abschließen kann, sondern er muss nochmal verlängert werden. Wie verteidige ich denn als ja dann meistens hinter der Gegnerin stehende Person, Verteidigerin, wie verteidige ich denn so eine Verlängerung? Also muss ich da vorher irgendwie Alexandra Popp wegblocken? Muss ich sie irgendwie aus dem Rhythmus bringen? Oder muss ich doch versuchen, vor sie zu kommen, was ja extrem gefährlich auch ist, weil wenn es schief geht, dann bin ich komplett aus der Situation? Ja, am besten Fall ist man da nicht alleine im 1 gegen 1 gegen Alexandra Popp, weil dann wird es schwierig. Das sollte schon im Zusammenspiel passieren. Auf bestenfalls den ersten klären, aber dadurch, dass sie eben auch verlängern müssen, muss man auch hinten hellwach sein und dann bei den potenziellen Abschlussspielerinnen einfach nah dran sein. Wir werden ein ganz genaues Auge drauf haben, Michaela. Das ist das nächste Spiel von Wolfsburg. Die haben einen Punkt Rückstand damit weiter auf Bayern, aber jetzt die dann doch deutlich bessere Tordifferenz. Plus 34 bei Bayern, plus 28. Und die nächsten beiden Spiele, die werden eben jetzt sehr entscheidend für Wolfsburg. Auswärts in Hoffenheim, zu Hause gegen den FC Bayern. Ja, dann schauen wir mal, wie es danach weitergeht in der Liga. Vielleicht, wenn sie ihren Lauf weiter so machen können, dann wird das schwierig. Und RB Leipzig wird jetzt schon dann der Prüfstein für den FC Bayern. In München wird dieses Spiel stattfinden und danach spielt man dann das wichtige Heimspiel gegen den MSV Duisburg. Da könnte man schon sehr, sehr viel klar machen. Duisburg hat man ja sowieso schon auf 9 Punkte distanziert und Nürnberg eben auf 8 Punkte. Dann wollen wir mal über diese Bayern sprechen. Die haben in Frankfurt gespielt vor einem erstmals ausverkauften Brentanobad. 5.750 ZuschauerInnen waren in diesem Stadion, das ursprünglich mal nur 5.700 Plätze haben sollte. Zumindest habe ich das immer so vorher gelesen. Also 50 sind noch mehr reingekommen. Und die haben ein tolles Spiel bei fantastischem Wetter gesehen. Es war ein rundum sorglos Paket, nur mit dem falschen Ausgang für alle Fans der Eintracht. Nach einer überragenden Startphase geht Bayern in Führung. Harder verzögert so lange, bis Kleinherne ins Straucheln gerät. Dann flankt sie an den zweiten Pfosten. Da steht Clara Bühl und trifft per Kopf zum 1:0. Aber die SGE, wie so oft gegen den FC Bayern, beißt sich ins Spiel zurück, hat tolle Chancen inklusive eines Kopfballs von Freigang, der gleich zweimal auf die Latte klatscht. In der zweiten Hälfte drückt dann Frankfurt Bayern richtig hinten rein und schießt nach Pass von Gräwe und einem tollen tiefen Lauf von Reuteler durch Freigang das 1:1. Aber die Bayern können mit ihrer im Grunde ersten richtig gelungenen Aktion der zweiten Hälfte dann direkt durch einen Kopfball von Schüller am zweiten Pfosten wieder auf 2:1 stellen. Danach entwickelt sich ein richtig spannendes Spiel mit einer von Bayern dann aber sehr hässlich gemachten Schlussphase. Also da gab es viel Ballbesitz in Nähe der Eckfahnen. Eieiei, wenn das irgendwie ein Gegner gegen das deutsche Nationalteam gemacht hätte, hätten sich alle beschwert. Aber egal, die Eintracht bekommt auch sogar nochmal eine Ecke. Es geht irgendwie bis in die 8. Minute der Nachspielzeit, aber am Ende ändert sich nichts mehr. Bayern gewinnt dieses Spiel mit 2:1. Danach legen sich noch die Trainer miteinander an. Also es war wirklich alles mit dabei in dieser Partie. Sarah, wie haben dir denn die beiden gefallen und kannst du erklären, wie es zu dieser Dynamik in dem Spiel kam? Es war ja schon interessant, dass Bayern erst so deutlich dominant war, eigentlich auch höher hätte führen müssen und dann aber wie so durch ein Fingerschnipsen die ganze Präzision der Anfangsphase verloren ging. Also es war ein Wahnsinnsspiel. Es hat super Spaß gemacht, sich das anzuschauen, weil es auch gleich losging. Also ich habe mir auch gleich aufgeschrieben, 4. Minute, Gewinn auf Damjanovic, erste Torchance. Es freut einen natürlich, wenn nicht der Ball immer nur hinten rum gespielt wird, sondern wenn da gleich die ersten Minuten auch genutzt werden. Ich fand am Anfang tatsächlich war die Eintracht etwas unsortiert. Ich hatte irgendwie das Gefühl, sie haben, ich weiß nicht, ob sie ihre Formation war, eigentlich haben sie so gespielt wie sonst auch. Aber irgendwie haben sie sich nicht so sortiert wie eigentlich, sodass dann eben auch in der 21. Minute das Tor fällt. Das war so ein bisschen das, also dieses Unsortierte bei der Eintracht, was ich jetzt irgendwie so das erste Mal richtig gesehen habe.
in den ersten 20 Minuten. Und da muss man sagen, wie entsteht das 1:0? Durch einen Seitenwechsel, der nicht ankommt. Also eigentlich auch wieder eigene Fehler, die dann die Bayern ausnutzen. Also ich finde, das war so ein bisschen das Thema, dass Frankfurt einfach auch gerade im Spielaufbau einige Fehlpässe hatte. Und wenn du einen Seitenwechsel machst, dann muss der im besten Falle ankommen und darf nicht bei Harder landen, weil die nimmt Tempo auf und dann passiert meistens was. Mhm. Also das war für mich so die Erkenntnis auf jeden Fall in der ersten Halbzeit. Und gut, auch das beim 1:0 stehen drei Bayern-Spielerinnen da und gefühlt keine von der Eintracht. Also auch die Verteidigung im Strafraum war aus meiner Sicht da nicht wirklich gut und dann kriegst du ein Gegentor. Mhm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es Unordnung war oder ob es nicht das von Bayern erzeugte Chaos war. Denn was bei Bayern in der Anfangsphase ja sehr gut geklappt hat, waren diese ständigen Positionswechsel. Also mal war Clara Bühl auf dem linken Flügel, das lässt jetzt keinen von uns irgendwie sein Getränk ausspucken, weil das ist der Normalfall, aber dann war Lea Schüller auf dem linken Flügel, Damjanovic war auf dem linken Flügel, Harder war auf dem linken Flügel und auf der rechten Seite genau das Gleiche, noch mit Julia Gwinn mit dazu und Katharina Naschenbeng auf der anderen Seite auch noch. Das heißt, die haben die ganze Zeit rotiert und sie hatten aber immer auf dem Flügel Platz, das überrascht jetzt auch 0,0, weil gegen die Raute hast du in der Regel auf den Flügeln Platz. Und dann haben die Bayern da eben dann ganz gute Hereingaben gespielt, wenn sie perfekt gewesen wären, hätte Bayern da auch höher geführt. Das war dann schon auch Teil dessen, dass es quasi viele gefährliche Situationen waren, aber nicht immer gefährliche Abschlüsse, weil es halt aus Flanken heraus schwierig ist, gefährliche Abschlüsse herauszuspielen. Aber ich fand, dass dieses Rotieren der Eintracht sichtlich Probleme bereitet hat, weil da auch manchmal so Übergabemomente gar nicht geklappt haben. Also Pia-Sophie Wolter, die tat mir richtig leid, weil die stand ständig 1-2, also wirklich in der Anfangsphase die ganze Zeit und sie hat immer dann dasselbe gemacht, nämlich so lange wie möglich versucht, irgendwie den Passweg auf die zweite Spielerin zuzumachen und irgendwann musste sie sich entscheiden und dann war in ihrem Rücken halt dann eine Spielerin weg. Und deswegen hätte ich gesagt, das war auch eine Stärke des FC Bayern und dann hast du aber genau das, was man gerade bei der Eintracht angesprochen hast, finde ich, hat man dann auf Bayern-Seite gesehen. Mhm. Die Eintracht befreit sich dann daraus, hat ein paar gute Umschaltsituationen und dann gibt es die ersten Ballbesitzphasen für Bayern, die tief sind und wo sie quasi nicht schnell ins Mittelfeld kommen, sondern aus der Kette aufbauen. Und dann war die Passqualität so schlecht und das hat man jetzt wirklich schon manchmal gesehen bei Bayern, dass das wie so ein Lichtschalter ist, den du an- und ausschaltest. Wenn du ihn anschaltest, Passquote 90%, alles super. Du schaltest ihn aus, Passquote 75%, ist für viele Teams auch noch super, aber bei Bayern merkst du halt, dass sie selber total verwirrt sind, weil sie nicht irgendwie in irgendeine Zirkulation reinkommen. Und das fand ich interessant und ich fand, das hat sich aber die Eintracht durch ein sehr, sehr gutes Pressing auch herausgearbeitet. Also das war jetzt nicht einfach so, sondern da hat es die Eintracht Bayern sehr schwer gemacht, hätte ich jetzt gesagt. Absolut, gehe ich mit dir. Und man muss auch dazu sagen, dass 1:1 folgt dann ja auch aus einer Wahnsinns-Pressing-Situation. Stimmt. Und dann spielen sie es schnell aus, also teilweise ein Kontakt, teilweise mal zwei Kontakte, dann spielen sie, kombinieren sie sich nach vorne und dann ist es ein Wahnsinnsball, der da quer gespielt wird und dann steht da halt Laura Freigang und macht das Tor. Also auch das resultiert ja am Ende auch daraus, dass Frankfurt dann auch mutig war und oben gepresst hat und dann die Bayern keinen Zugriff mehr bekommen haben. Und dann hat Frankfurt ja auch gute Spielerinnen. Also auch das, glaube ich, muss man da auch mal erwähnen. Mhm. Spielst gegen einen FC Bayern, aber bist natürlich auch einfach eine gute Mannschaft, die dann auch in einer Phase das 1:1 macht, wo auch wichtig war. Mhm. Weißt du, was dem FC Bayern da vielleicht gefehlt hat in dieser Phase, in der man so viele Fehlpässe gespielt hat? Vielleicht die passstärkste Feldspielerin der Liga hat ihnen da gefehlt. Weißt du, wer das ist, Sarah? Ich gebe den Tipp, sie sitzt hier gerade mit uns im Call. Ja, sie wäre zu bescheiden gewesen, es selber zu sagen natürlich, aber Michaela, du hast ja wahnsinnig gute Passstatistiken, also das ist ja absurd, du bist immer in der 99. Perzentile bei fbref.com und so weiter und aber auch bei den Progressive Passes, also sind nicht nur irgendwie quer und zur Torhüterin, sondern sehr viel nach vorne. Was kann man tun, wenn man so hoch gepresst wird und wenn man merkt, wir kriegen irgendwie jetzt wir kriegen diese Zirkulation eben nicht hin. Sollte man dann lang spielen? Müssen sich mehr Spielerinnen fallen lassen? Wie löst ihr das bei der TSG? Ja, das Pressing der Eintracht ist schon auch ganz gut, muss man sagen. Gegen die Raute wird es ballnah sehr, sehr eng. Demnach ist da ein Seitenwechsel immer eine gute Möglichkeit.
Aber klar, der Ball ist mit der, einer der schwersten, den Ball für einen Achterraum zu treffen. Ja, ich finde schon, ab und an hilft es dann, wenn man mal den Ball gezielt auch lang schlägt. Ich glaube, da hat auch der FC Bayern eigentlich mit Lea Schiller eine prädestinierte Zielspielerin. Und dann auch gezielt auf den zweiten Ball geht oder sich übers Gegenpressing auch wieder so ein bisschen auch Sicherheit holt, muss man sagen. Weil wenn der erste Pass mal schlecht ist und der zweite hinten dran auch noch, ja, wird man selber schon auch einen Tick unruhig. Und dann helfen so kleine Tricks, eben wie mal gezielt auf den zweiten Ball zu gehen, schon. Und woher kommt das, dass du tatsächlich, also beste Feldspielerin nach Passquote, 91,3% deiner Pässe und eben wie gesagt auch bei den progressiven Pässen. Warum bist du so gut im Passspiel? Davon bräuchten wir ja viel, viel mehr Innenverteidigerinnen in Deutschland. Kannst du uns dein Geheimnis verraten, bitte? Boah, dass sie sehr viel progressiv sind, das wundert mich jetzt tatsächlich. Aber ja, ich habe von klein auf mich darüber definiert. Ich glaube, dafür geht mein Dribbling gegen null. Was auch nicht super ist. Aber ja, gerade ich bin jetzt sehr lange in Hoffenheim, war viele Male auch in dem Fußballout, aber auch Techniktraining an sich, viel Passspiel im Training, die Wiederholungszahlen da annehmen und nicht einfach es als Aufwärmübung sehen, hilft schon. Da müssen wir später nochmal über deine Eindrücke aus Spanien sprechen. Also bei den Progressive Passes, da bist du in der 96. Perzentile. Nicht die 99. wie bei allen anderen Teams, aber ich würde sagen, das ist immer noch okay. Mit 7 abgerundet sind 7 progressive Pässe pro Spiel. Das ist, ja. Also das war ein Problem bei Bayern. Aber um auf das Spiel zurückzukommen, dann gewinnt es ja dennoch München, Sarah, durch eben diese Aktion, die dann natürlich auch nicht gut verteidigt ist. Du darfst natürlich Lea Schüller am zweiten Pfosten nicht so freilassen. Das war, glaube ich, auch ein Übergabeproblem, weil da, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, wer es war, aber es war, glaube ich, Dunst war eingerückter als Henshaw oder irgendwie so. Also beiden haben sich da nicht gut abgesprochen und aus meiner Sicht Henshaw, ich glaube, fast 2 Meter weg. Also wie wenn sie auch im Rücken irgendwie nicht gesehen hat vielleicht oder im... Ja, das müsste man sie am Ende nochmal fragen. Aber klar, dann hast du eine Lea Schüller mit so viel Platz. Also ich glaube, wenn sie den nicht gemacht hätte, dann weiß ich auch nicht mehr. Aber also und dementsprechend hast du dann da einfach die Qualität halt auf dem Feld, die dann die Chance nutzt, obwohl es natürlich einige weitere Chancen gab. Ja, auch in der, ich glaube, eine Minute später nochmal eine Mega-Chance. Von Schüller. Da gewinnt Harder den Ball und legt auf Schüller und die schießt nicht direkt, sondern legt ihn nochmal, sondern will ihn nochmal auf Stanway passen. Sie geht zur Seite und muss ihn dann auf Stanway passen, weil sie quasi wieder umdrehen muss. Ja, das war ein bisschen wild. Und vorher ist ja das Interessante beim 2:1, letztlich entsteht diese Chance, also Schüller wird auf rechts freigespielt und die schlägt dann eine viel zu weite Flanke. Und die Flanke, die holt sich dann aber Harder. Und die macht wieder super den Ball fest. Im Grunde das, was wir schon beim 1:0 gesehen haben. Die hat einfach ein sehr gutes Gefühl dafür, wie lange muss ich den Ball halten. Und dann, wenn die Verteidigerinnen sich quasi auf sie zuorientieren, dann spielt sie den Pass. Das war auf Naschenweng, die konnte dann mit einem Kontakt flanken und dann stand Schüller eben frei. Vielleicht war es auch so ein bisschen, der Ball ist auf der anderen Seite, dann gucken alle Richtung Ball. Dann fehlt manchmal so die Kommunikation, dass du dann eben deine Position wieder tauschst. Oder ja, so her kam das. Das Verschieben, ja, Verschieben der Viererkette hat da, wenn dich nicht so gut funktioniert. Und dann eben auch die Orientierung jeweils zum Gegner. Deswegen war Schüller dann relativ frei. Und so endet dieses Spiel eben mit 2:1. Klein-Herne verhindert noch das 1:3 und eben auf der anderen Seite Maler Groß, die sehr, sehr gut beim Pflücken von Flanken vor allem war. Also im Grunde jede Flanke hat sie sich weggeschnappt, bis dann die Eintracht endlich mal weiter weg vom Tor geflankt hat. Das hat dann besser funktioniert. Und nach dem Spiel hat dann Nico Anautis gesagt, ich zitiere, wenn ich bei München wäre, würde ich auf dem Rückweg eine Kirche besuchen, eine Kerze anzünden und sagen, danke, dass wir das Spiel gewonnen haben. Und Alexander Strauß hat gesagt, er soll mal ein bisschen runterkommen. Also jetzt zitiere ich schon wieder. Er hat dann darauf hingewiesen, dass man ja in den ersten 30 Minuten locker auch höher hätte führen können. Und dann hat er gesagt, wir werden auf dem Rückweg an keiner Kirche halten, höchstens bei McDonald's. Erstaunlich viel Pfeffer drin. Michaela, wie oft hält man nach Siegen bei McDonald's? Das will ich jetzt wissen. Früher des Öfteren, mittlerweile macht man das tatsächlich auch nicht mehr. Geht nicht mehr? Würde schon gehen, aber man hat mittlerweile die Verpflegung auch mit dabei.
demnach ist es nicht mehr notwendig. Okay, und so wie Sarah gerade genickt hat, glaube ich, dass wenn man Trainer im Frauenfußballbereich bei Fürth wäre und das machen würde, dass man dann zum Gespräch zitiert werden würde von der Koordinatorin Frauenfußball. Ich glaube, du siehst es ähnlich. Es ist ein Thema. Man darf das, finde ich, gar nicht vergessen. Ernährung auch für die Regeneration danach wichtig. Dementsprechend, ich glaube, zum Gespräch zitiert deswegen alleine nicht, aber das würde im nächsten Trainergespräch in der kommenden Woche Thema sein. Eieiei, da weht der eisige Wind dann. Ich finde es halt insofern interessant, also zum einen, weil das ist nicht das erste Mal, dass Arnautis und Strauß sich so uneinig sind und auch so ein bisschen aneinander geraten. Irgendwie scheinen sich da zwei gegenseitige Pole irgendwie gefunden zu haben. Das war beim Hinspiel auch schon so. Und es ist halt insofern relevant, weil die beiden spielen halt im DFB-Pokal noch gegeneinander. Also Bayern hat 3-0 bei Jena gewonnen. Die Eintracht hat 4-1 gegen Duisburg gewonnen. Das heißt, sie treffen sich dann am 31. März, am Osterwochenende in München. Und da bin ich echt gespannt drauf. Also auch eben, weil das so ein enges Spiel war, weil eigentlich alle Spiele jetzt zwischen Frankfurt und Bayern eng war in der jüngeren Vergangenheit. Das könnte ein richtig, richtig, richtig gutes Spiel werden. Und ich persönlich nehme dann auch so ein bisschen Würze noch mit, wenn die sich ein bisschen uneinig sind. Wegen mir sehr gerne. Finde ich ganz gut. Da hat keiner was dagegen, dass auch die Trainer sich in der Presse mal dementsprechend äußern. Das hat man ja auch im Frauenfußball jetzt gar nicht so oft. Ja, genau. Also es muss nicht zu Testosteron gesteuert sein. Das kommt ehrlich gesagt da auch mal so ein bisschen mit dazu. Aber genau, mal ein bisschen was anderes und es wird auf jeden Fall interessant. In diesem Spiel, also ich habe hier noch wahnsinnig viel Dinge. Ich habe so versucht, quer zu lesen. Ich glaube, ich habe die wichtigsten Sachen gesagt. Hast du noch irgendwas auf dem Zettel, was du noch ansprechen möchtest? Weil es war wirklich viel drin in der Partie. Zweimal Latte hatten wir, glaube ich, schon. Das fand ich auch wieder interessant, dass da am Ende der Ball nicht reinging. Aber ja, ansonsten finde ich, haben wir das Spiel, glaube ich, da ganz gut zusammengefasst. Stimmt, einen Punkt muss man, glaube ich, noch erwähnen. Das hört Nico Arnautis auch gar nicht gern, aber ich bin weit genug von ihm weg, deswegen kann ich es sagen. Er hat wieder sehr spät gewechselt. Und das, obwohl es ja ein intensives Spiel war im DFB-Pokal. Er hat dann zu einem Journalisten, der ihn das gefragt hat, hat gesagt, ja, hier, bist du Trainer oder was willst du aufstellen? Also er hat die Kritik sportlich genommen. Ich würde aber auch sagen, also so wie Chiba dann gespielt hat, die hatte ja gleich eine gute Aktion, dachte ich mir, ach Mensch, vielleicht wäre das Zünglein an der Waage gewesen. Aber gut, weiß man halt im Nachhinein nicht. Mal gucken, wie er dann im DFB-Pokal wechselt. Vielleicht traue ich mich ins Stadion. Ach so, nee, ich kann da nicht arbeiten. Ich bin vielleicht privat im Stadion, dann kann ich ihm keine Fragen stellen. Ist vielleicht besser für alle. Jetzt geht es ja eh erstmal für die Eintracht in Duisburg weiter und dann zu Hause gegen Werder Bremen, bevor dann eben das DFB-Pokalspiel beim FC Bayern kommt. Die Eintracht rutscht auf Rang 4 mit dieser Niederlage. Michaela wird sich sehr gefreut haben, denn dadurch konnte Hoffenheim dann eben durch den eigenen Sieg später auf Rang 3 hüpfen. Und das ist durchaus bemerkenswert, geht vielleicht so ein bisschen unter dem Radar durch, aber Eintracht Frankfurt liegt in der Rückrundentabelle aktuell mit nur 3 Punkten auf Rang 10. Also, und Hoffenheim ist Rückrundendritter, hat 7 Punkte aufgeholt, deswegen konnte man jetzt vorbeiziehen. Das lief jetzt alles nicht so gut in der jüngeren Vergangenheit bei Eintracht Frankfurt und da muss jetzt schnell eine Änderung her. Im Auswärtsspiel bei Duisburg muss die erste Reaktion erfolgen. Und für den FC Bayern gilt es weiter, einfach alles gewinnen möglichst und dann gegen Wolfsburg schauen, dass man nicht verliert im Auswärtsspiel dann in 2 Spieltagen. Jetzt erstmal kommt zu Hause Leipzig. Dann eben Wolfsburg, dann zu Hause Eintracht Frankfurt. Also das ist auch ordentlich knackig, was der FC Bayern da vor sich hat. Knackig war auch das Spiel zwischen Freiburg und Leverkusen. Vor allem für diejenigen, die wussten, wie es ausgeht und es sich dann trotzdem noch angucken mussten. Was Teile in dieser Runde betroffen hat. Wir sprechen über das einzige 0-0 dieses Spieltags, was aber sich beim Sehen dann nicht, es hat sich erklärt, warum es ein 0-0 ist, weil immer die letzte Aktion war schlecht. Danach konnte man den Wecker stellen. Also Verena wieder steht komplett frei, sie muss nur den Ball quer gespielt bekommen, er kommt irgendwie so einen halben Meter vor sie. Oder auf der anderen Seite, Freiburg hat eine 3-gegen-2 Konter, müsste den Pass noch schieben, aber nein, es wird geschossen und der Ball wird geblockt. Also so ist quasi dieses 0-0 entstanden, will sagen, es war durchaus etwas auch offensiv zu sehen, aber eben nichts, was geklappt hätte. Und damit treten beide Teams so ein bisschen auf der Stelle. Leverkusen ärgert sich natürlich, dass man gegen ein gewisses Team aus Hoffenheim verloren hat und im Grunde damit so ein bisschen jetzt im Mittelfeld festhängt. Ansonsten wäre für Leverkusen noch richtig was drin gewesen. Für Freiburg sieht es ein bisschen anders aus. Freiburg hatte ja dieses Gegentorproblem, wurde hier ja oft genug thematisiert im Rasenfunk. Und da muss man sagen, das hat sich tatsächlich jetzt verbessert.
nur 5 Gegentore in den 4 Spielen der Rückrunde und davon kamen 4 gegen Bayern. Also nur ein Gegentor in den letzten 3 Spielen. Das immerhin ist besser geworden. Auch deshalb hat man jetzt schon 20 Punkte. Und deswegen stimmt vielleicht eine Seite der Gleichung. Michaela, du bist Innenverteidigerin. Ist es dann so, dass du bei einem 0:0 eine Kerze anzündest, weil du das so richtig geil findest? Nee, tatsächlich nicht. Ich gucke mir schon auch gern Tore an oder Offensivaktionen. Vor allem ist es, wie du sagst, mühsam anzusehen, wenn man dann vor dem Fernseher jetzt in dem Fall sitzt und denkt, spiel doch einfach den Ball nach rechts anstatt nach links. Ja. Aber das ist immer leichter gesagt als dann getan. Ja, aber wie du auch gesagt hast, es war jetzt kein typisches 0:0-Spiel. Ich fand, dass beide relativ wenig Risiko im Spiel hatten, sowohl mit als auch gegen den Ball. Aber beide auch super im Gegenpressing, vor allem in der ersten Halbzeit. Das macht das Spiel so ein bisschen wild, wodurch es ja dann doch auch wieder interessanter wird. Mhm. Ansonsten verlief es aus meiner Sicht so ein bisschen in Wellen. Mal war Bayern 04 besser, mal der SCF. Ja, vor allem in der Anfangsphase fand ich, dass Freiburg ganz gut war. Hatten die Chance mit Eileen Kempel. Mhm. Dann, wie du angesprochen hast, hatten sie auch schon gute Kontersituation in der 10. Minute, wo einfach dann ein schlechter Pass kommt. Dann hat sich Leverkusen so ein bisschen befreien können, haben auch im Spiel mit Ball, vor allem über Sens und über Levels, besser nach vorne gefunden. Hatten dann auch ein, zwei Großchancen mit William Stottier in der 32. Minute ungefähr. Mhm. Wieder, wo an dem Ball vorbeirutscht oder zu spät kommt, was du schon erwähnt hattest. Aber auch nochmal in der zweiten Halbzeit Matisic und auch nochmal Verena wieder mit Chancen, wo ja der letzte Pass, die Entscheidungsfindung, je nachdem, immer mal wieder schwierig war. Dann fand ich aber Freiburg mit dem Dreifachwechsel, den sie gemacht haben, deutlich engagierter, sind dann auch ein bisschen mehr in gefährlichere Zonen gekommen. Allerdings muss man da sagen, Flanken oder hohe Bälle mit der Dreierkette um Brakstad, schwierig. Die muss nicht mal immer richtig stehen, aber durch ihre Körpergröße deckt sie doch etliches an Raum ab. Ich fand Matisic auch ganz gut in der Defensive vor allem. Da hat Judith Steiner über links sehr viele Aktionen versucht. War teilweise auch ganz gut. Das war, fand ich, ein sehr interessantes Duell. Ja, ich fand ja beide defensiv sehr ordentlich für Freiburg. Vielleicht da zu der Umstellung im Winter, Janina Minge eins zurückzuziehen und auch mit der Carrick eine neue Spielerin dazu zu holen, hat sich ausgezahlt bisher, muss man ganz klar sagen. Deutlich weniger Gegentore. Das war so ein bisschen aus meiner Sicht ein gerechtes Remis. Ja, also würde ich auch mitgehen. Danke, dass du das mit den Flanken angesprochen hast. Da muss ich nicht machen, weil es ist ja eh hier so mein Thema im Rasenfunk. Ich muss aber auch sagen, dass ich manche Dinge bei Freiburg trotzdem nicht ganz verstanden habe. Also die Art und Weise, wie es besser wurde, als dann Kaiqchi, Ekli und Gudorf gekommen sind. Auf der einen Seite dachte ich mir, okay, es ist natürlich fantastisch, vor allem Kaiqchi und Gudorf, die einwechseln zu können gegen einen schon etwas müde gespielten Gegner. Die schauen auch raus auf die Auswechseltafel und denken sich, na toll, da habe ich jetzt richtig Bock drauf, noch eine Ellie Gudorf hinterher zu rennen. Aber auf der anderen Seite, also Kaiqchi finde ich sowieso irgendwie ganz besonders, die wurde jetzt Rekordspielerin durch dieses Spiel, wurde auch dafür vorher geehrt, steht nicht in der Startelf. Ich weiß, dass du nicht deswegen in der Startelf stehen solltest, weil es dein Rekordspiel ist. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben hier so eine Laura-Freigang-Nationalteam-Situation, dass Theresa Merck, die übrigens schwanger ist, herzlichen Glückwunsch, bestimmt habe ich ganz vergessen anzumoderieren noch. Wie sich das auswirkt, wissen wir aber alle noch nicht, deswegen erstmal nur herzlichen Glückwunsch. Aber ich habe das Gefühl, dass sie nicht so wirklich eine Rolle für sie findet. Also außerdem, dass sie halt sehr, sehr gute Standards schießen, dass die immer klar besser werden, wenn Kaiqchi auf dem Feld steht, das ist der Wahnsinn. Aber ich weiß nicht, ob so manche der Abstimmungsprobleme, ob die nicht auch daher kommen. Und eine Giovanna Hoffmann zum Beispiel, die finde ich im Zentrum schon besser als auf dem Flügel. Und ich weiß nicht, kannst du das nachvollziehen, dass ich da so ein bisschen ins Denken komme?
Ja, absolut. Hasselt kann eine Unterschiedsspielerin sein. Sie hatte auch direkt einen Steckpass, der dann einen Tick zu lang war. Aber da sieht man schon, dass sie oft im Vergleich zu sehr vielen anderen die richtige Entscheidung trifft. Ja, vielleicht tut sie sich so ein bisschen schwer, in das System zu finden. Jetzt hat man mit Campbell und Kolb auch, die jetzt auch noch nicht ganz so viele Bundesligaspiele hat, vielleicht auch ein uneingespieltes Team vorne. Kommt ihr vielleicht auch nicht entgegen, weil sie schon eher den Gegner oder die Mitspieler lesen möchte. Und wenn sie das weiß, wo die hinläuft, dann kommt der Pass. Ich glaube, da tut sich vielleicht auch noch ein bisschen schwer. Aber ansonsten, ja, eigentlich sollte eine Hasret Kaiçi, finde ich, auch immer in der Startelf des SC Freiburg stehen, weil sie das Spiel schon auch mitentscheiden kann. Ich habe überlegt, ob es vielleicht mit dem Pressing zusammenhing, aber ich weiß es ehrlicherweise nicht. Es ist ja eigentlich total tricky, mit einer Viererkette auf eine Fünferkette zu pressen. Ich meine, auch deswegen 4-3-3, weil dann hast du 3 gegen 3 schon mal vorne und dann kannst du entscheiden, also meistens versucht man es ja dann quasi erstmal abzuwarten, auf welchen Flügel es geht und dann schieben alle rüber. Vorher macht man es eigentlich noch nicht. Wie habt ihr das gegen Leverkusen gemacht? Auf was muss man da besonders achten? Ich meine, in dem Spiel, du hast es ja schon angesprochen, ging viel über Janu Lewis, über den linken Flügel. Oft ist ja tatsächlich der rechte mit Hansen und Williams dort hier derjenige, der den Gegnerin richtig Probleme bereitet. Wie habt ihr das immer gemacht gegen Leverkusen zuletzt? Ja, Leverkusen spielt mit einer Dreierkette, was immer ein bisschen besonders ist. Da gibt es verschiedene Varianten. Freiburg hat ja sich entschlossen, nicht ganz so hoch anzulaufen, sondern eher im Mittelfeldpressing sie zu erwarten. Dann würden auch theoretisch 2 Spitzen reichen, weil man dann eher auch die Passwege zustellen kann. Ja, es ist ja trotz allem, es sind die Wege für die Spitzen dann sehr weit. Was dazu kommt, finde ich, Sens und Stables sind auf der Sechserposition bei Leverkusen extrem ballsicher, schnell und wendig. Die können sich auch mal durch eine Manndeckung lösen. Ja, Freiburg hat es jetzt eben ein bisschen abwartender gespielt. Ich glaube schon auch, dass man das ein Tick mutiger hätte spielen können, um dann auch zu höheren Ballgewinnen zu kommen, dass der Weg vielleicht nicht so weit ist, dass man eher über Umschaltsituationen kommt und nicht über Flankensituationen herausgespielt. Aber ja, das war, kann ja jeder Trainer entscheiden. Wie gesagt, sie kamen trotz allem ja zu Situationen, zu Flankensituationen oder auch zu Umschaltsituationen, wenn auch nicht in der häufigen Anzahl. Ja, ich meine, es ist ja auch legitim, jetzt erstmal den Ansatz auf die Defensive zu legen oder so ein bisschen die Balance Richtung Defensive, weil das war eben das Hauptproblem von Freiburg und das ist ja viel, viel besser geworden und da musst du ein bisschen abwartender spielen. Gleichzeitig hat sich aber eine Sache immer noch nicht geändert, nämlich Theresa Merck ist diejenige, die das Pressing-Signal von draußen gibt. Das war schon von ihrem ersten Tag an in Freiburg so und das ist immer noch so. Und deswegen weiß man aber auch immer genau, was der Pressing-Auslöser ist. Also quasi für den Fernsehzuschauer ist es Theresa Merck. Da weiß man, oh, jetzt wird gleich gepresst. Und eigentlich ist es aber halt immer wenn der Gegner sich quasi auf einen Flügel committet hat, dann sollen alle draufschieben und so weiter und dann sollen sie auch Druck machen. Und da ist Freiburg eigentlich auch ganz gut drin, finde ich. Aber du merkst, dass diese Art des Pressings, da musst du sehr, sehr wach sein im Kopf. Und alle müssen quasi gleich wach sein, weil eben, wenn eine nicht ordentlich mitschiebt, dann ist das der Weg aus dem Pressing raus, kann es zumindest sein. Und das hast du auch im Verlauf des Spiels gemerkt, dass es am Anfang, finde ich, hat sehr, sehr gut funktioniert, hast du ja auch gesagt. Und dann zwischendurch hat es aber Leverkusen wirklich geschafft, sich da richtig schön durchzuspielen. Und dann, wenn du Lisa Sens dann mit Tempo auf deine letzte Kette zulaufen hast, das ist auch nicht so angenehm, glaube ich, weil da kann auch alles passieren, vom Distanzschuss zum Steckpass bis hin zum Dribbling, ist alles da. Da wird sich Eintracht Frankfurt drüber freuen, die werden ab nächster Saison Elisa Sens in ihren Reihen haben, das wurde heute bekannt gegeben. Sehr, sehr, sehr interessanter Wechsel. Gibt es noch was auf deinem Zettel, was wir zu diesem Spiel noch nicht gesagt haben, Michaela? Nein, ich glaube, ich habe alles, was ich sagen wollte, angebracht. Dann nenne ich noch den Lattenschuss von Steinert und das, was wir schon im Vorgespräch besprochen haben, ist natürlich bemerkenswert. Von 13 Schüssen hat der SC Freiburg keinen aufs Tor gebracht. 0 Torschüsse.
Also Repol musste kein einziges Mal tatsächlich eingreifen. Also aus dieser Sicht, dass die Null gerechtfertigt und wie die andere Null zustande kam, haben wir jetzt auch besprochen. Und das führt eben dazu, dass beide ungefähr in der Tabellenregion bleiben. Leverkusen klettert um einen Tabellenplatz, ist jetzt Punkt und Tordifferenz gleich mit der SGS Essen. Deswegen gibt es gerade keinen sechsten Tabellenplatz in der Frauenbundesliga. Essen und Leverkusen sind geteilte Fünfte mit 24 zu 18 Toren und eben 21 Punkten. Und Freiburg rutscht auf Tabellenplatz 8 ab, 20 Punkte, damit aber 12 Punkte Vorsprung auf Nürnberg. Für Freiburg geht es jetzt weiter eben genau bei jenen Nürnbergerinnen. Da könnte man sich jetzt dann aller Sorgen, sollte man sie irgendwie noch haben, entledigen. Und für Leverkusen geht es jetzt dann ins Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Das könnte natürlich auch interessant werden. Und interessant war auch der Auftakt in diesem Spieltag. Der fand am Freitagabend statt in Essen. Und ein bisschen war das die Saison des MSV Duisburg in der Nutshell, was man da in diesem Spiel gesehen hat. Also erstmal unter der Woche mit 1:4 bei Eintracht Frankfurt aus dem DFB-Pokal ausgeschieden und dann gegen die SGS eigentlich gut begonnen, aber keine der Chancen verwandelt. Dann ein völlig unnötiges Foul von Fürst an Pocella. Kowalski führt den Strafstoß aus und trifft zum 1:0. Fürst verletzt sich auch noch in dieser Situation, fehlt dann also auch noch. Danach hat Duisburg wieder starke Chancen, aber Sophia Winkler pariert sehr gut und als dann Wartmann eine Ecke im Strafraum nicht gut klärt und Meißner auf Sterner zum 2:0 legen kann, nimmt das Spiel seinen Lauf. Kowalski bereitet mit der tollen Aktion auf dem Flügel das 3:0 von Meier vor, ein sehr, sehr schöner Treffer. Muth köpft zwar wenig später einen Freistoß zum 1:3 ins Tor, aber weitere Tore gelingen dem MSV nicht. Ganz am Ende kann Endele nach einem sehr guten Pass von Pozzi frei ist sie durch, kann Mamutovic umdribbeln und schiebt sogar zum 4:1 ein. Das heißt, Duisburg hat jetzt zweimal von innerhalb nicht mal einer Woche zwischen Dienstag und Freitag zweimal 1:4 verloren. Sarah, war der Hauptunterschied zwischen den beiden die Chancenverwertung oder warum ist dieses Spiel so deutlich ausgegangen, obwohl es das ja vielleicht gar nicht hätte müssen? Chancenverwertung und ich glaube einfach, am Ende offensiver gespielt. Ich hatte irgendwie das Gefühl, Duisburg hat sich nicht so getraut. Also gerade ich finde, in der ersten Halbzeit haben sie es noch besser gemacht, da haben sie sich noch ein bisschen getraut. Aber dann nicht bis zum Ende durchgespielt. Vielleicht auch das nicht so oft das 1-gegen-1 gesucht, wie vielleicht auch manchmal benötigt. Und da weiß ich nicht, ob man dann auch wieder merkt, die stehen unten im Keller drin. Haben sie das Selbstvertrauen, da noch an sich zu glauben? Weil ich finde, ja, bis eigentlich auch 22. Minute sowas, glaube ich, war ungefähr der Elfmeter, wie du gesagt hast, völlig unnötiges Foul. Dann spielen sie nochmal gut weiter in der ersten Halbzeit, bleiben dran, spielen wieder nach vorne, aber es reicht am Ende halt sozusagen dann da nicht. Und am Ende macht's, finde ich, dann auch Essen echt gut. Also die haben echt auch dann Flanken gut auf die Frau gebracht, da auch einfach viel versucht. Das heißt nicht immer nur die flachen Bälle, sondern teilweise auch mal die hohen Bälle. Und ich finde, für mich eine richtig, richtig gute Spielerin an dem Tag war Kowalski. Die hat für mich echt wahnsinnig gute Steckpässe auch gespielt. Mhm. Hat einmal, ich glaube, das war beim 3:0, dann auch nochmal ins Dribbling gegangen, tunnelt ihre Gegenspielerin auf der Außen. Ist eigentlich eine wahnsinnig schöne Szene, die man sich mal anschauen muss, um den Spielerinnen auch mal zu zeigen, so geht ein 1-gegen-1. Am Ende verwerten die dann die Tore. Also ich finde, das war so ein bisschen das, was mir aufgefallen ist. Und wie gesagt, ich glaube, wenn du durch einen Elfmeter gleich mal ins 1:0 gerätst, dann ist da vielleicht auch die Moral ein Thema in der Mannschaft. Ja, also ja, ich weiß nicht, ob das so das wäre, weil man sieht ja allen bei Duisburg an, sie wollen und sie versuchen auch einen Plan auszuführen und es passt auch in Teilen gut. Aber das, was du mit Mut beschrieben hast, das würde ich auch sagen, dass man das gemerkt hat. Und Essen wiederum ist quasi genau das Gegenbeispiel. Essen ist inzwischen so gut und hat auch so gute Spielerinnen, dass sie sich erlauben können, im Grunde so zweimal die Anfangsphase der Hälfte gar nicht so gut zu spielen. Also ich glaube, Markus Högner hat auch irgendwann reingerufen, aufwachen in der ersten Hälfte. Und man konnte sehr gut verstehen, weil da waren die einfach total nachlässig. Aber die haben eben diese Qualität, dass das nicht schlimm ist. Die schaffen es dann quasi umzustellen.
Und sowohl ihr Niveau zu heben, als auch, sie haben ja dann eben Kowalski, Sterner, Ramona Meyer, Lili Porcella. Das sind einfach ganz, ganz tolle Spielerinnen, die es dann schaffen, den Unterschied zu machen. Und dann wird auch ein gesamtes Team dadurch manchmal ein bisschen besser. Und bei Duisburg kann man das ja nicht jetzt verurteilen, dass Duisburg trotz aller Wechsel im Winter und so weiter da individuell unterlegen ist. Das muss so sein. Was ich mich aber schon gefragt habe, war, warum Duisburg gegen den Ball manchmal mehr Spielerinnen in der gegnerischen Hälfte hat, als wenn sie eigene Angriffe fahren. Also, ja, das, was ich vorhin auch so ein bisschen meinte mit diesem mutig, also auch manchmal einfach wirklich mal sich was zu trauen. Und ich weiß aber auch eben nicht, es wäre auch eine interessante Frage, was hat das Trainerteam da vorgegeben? Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, sie haben eher mehr defensiv gespielt, als dann wirklich nach vorne zu spielen. Und vielleicht auch eher mal überlegt, okay, eine Umschaltsituation zu nutzen, die es dann halt nicht so oft gab. Und auch das könnte ja sein, dass sie sagen, okay, wir probieren es mal über die Umschaltsituation, wir verteidigen und schauen dann, dass wir schon nach vorne kommen. Das ist halt immer die Frage, was gibt das Trainerteam davor? Und auch, ich glaube, grundsätzlich zu sagen, auch eine Ecke kann man besser verteidigen. Also auch das Standardsituation, wie sie dann auch verteidigen bei Standardsituationen, weil dadurch könnten sie sich natürlich auch ein Gegentor sparen und sind dann vielleicht einfach nur beim 1-0 und dann geht's weiter. Auch das ist ein Thema, finde ich. Ja, definitiv. Dass dann da sogar Jacqueline Meissner dann mitbeteiligt ist im negativen Sinne. Also dann machen auch die Stützen aus dem Team machen Fehler. Vanessa für Jacqueline Meissner. Ja. Moment. Total. Ja. Meissner war ja diejenige, die den Ball dann quergelegt hat. Ja. Bartmann war diejenige, die den Ball falsch einschätzt. Entschuldigung, genau. Bartmann, ja, so, jetzt weiß ich nämlich auch, warum ich es im Kopf verhauen habe, weil nämlich die Positionierung von Bartmann auch interessant war, weil die irgendwann rechts außen gespielt hat. Ja. Manchmal war sie sogar im Sturmzentrum. Also positiv formuliert könnte man sagen, ich war gerade schon beim nächsten Punkt, den ich machen wollte. Positiv könnte man sagen, sie wollten spielen wie Bayern, also sprich die Vorderen, die tauschen die ganze Zeit durch. Negativ könnte man sagen, ist das wirklich das Offensivkonzept gewesen? Und ich muss sagen, also Bartmann, die hat alles reingeworfen, was sie hatte. Und wie gesagt, ich will da überhaupt keiner Spielerin den Eifer absprechen. Aber das hat für mich nicht funktioniert, muss ich sagen. Und obwohl dann Bartmann so offensiv mit eingeplant war, hatte sie trotzdem kaum Anschluss an ihre Mitspielerin. Also egal, wer im Angriffsdrittel den Ball hatte, ob das Bartmann war, Joosten, Halverkamps, Chin, die hatten immer einen wahnsinnig langen Passweg zur Mitspielerin und deswegen war quasi für alle im Stadion klar, naja, die muss das jetzt alleine machen. Dann mal viel Glück gegen eben Jacqueline Meissner zum Beispiel. Ja, und das Glück hatten sie halt dann logischerweise nicht, das hat dann oft zu wenig geführt. Aber weil sie halt vielleicht, also weil der Rest der Mannschaft vielleicht einfach defensiver geblieben ist, falls der Ballverlust kommt. Ja, genau. Das war auch mein Gefühl. Also, dass sie immer so mit vier Spielerinnen haben sie angegriffen. Und wenn sie aber mal hochgepresst haben, waren sie lustigerweise mit 5 Spielerinnen hochgestanden. Ist zwar auch nur eine mehr, aber ja. Und ich meine, es hatte natürlich auch mit der Auswechslung von Vanessa Fürst zu tun. Also, dann ist Freutl auf die Rechtsverteidigerposition gerutscht und Prulovic auf die Rechtsposition und Bartmann eben nach vorne. Aber das habe ich eben nicht ganz verstanden. Und Joosten war dann zwischenzeitlich Sturmspitze. Und bei Joosten merkst du richtig, die kann ein richtig toller Transfer sein, aber ihr werden gar nicht so die Unterstützung zuteil, die sie halt bräuchte. Genau, also ich glaube, die hätte auch an dem Tag mehr zeigen können, aber hat ja zum Teil gar nicht die Bälle bekommen, beziehungsweise konnte dann auch keinen mehr anspielen. Also ja, das genau, war dann genau. So, wo soll sie hinspielen am Ende? Und alleine gegen 3 ist halt dann auch schwer oder gegen 4. Das war schade, weil theoretisch, also ich hätte, Duisburg hätte es da echt nochmal irgendwie auch nach vorne schaffen können. Das fand ich ein bisschen schade und wie gesagt, da hat vielleicht der Mut dann am Ende gefehlt, so aus meiner Perspektive. Ja, würde ich zustimmen. Und auf der anderen Seite, absolut fantastisch, welche Saison die SGS spielt. 21 Punkte jetzt, 6 Punkte Rückstand auf Hoffenheim auf Rang 3. Wird natürlich schwer, Hoffenheim abzufangen, weil wir wissen, dass die jetzt alle Spiele gewinnen werden. Aber das ist schon interessant, dass dieses System so gut funktioniert und dass man auch eben diese vielen guten Einzelspielerinnen in so ein gutes Gesamtgefüge reinbekommt. Also eine Elmasi zum Beispiel, die war ja gar nicht die entscheidende Spielerin jetzt gegen Duisburg. Aber ich finde es schon interessant, dass das ist ja auch eine 1-gegen-1-Spielerin und 1-gegen-1 kann auch ein Problem sein, weil man verliert
also man gewinnt nicht jedes 1 gegen 1, manchmal macht man damit den kompletten Angriff kaputt und es kann auch sein, dass du gerade ein 1 gegen 1 angehst, während alle hinten rausschieben, dann verlierst du den Ball und in die Gegenbewegung spielt der Gegner rein. Also sprich, auch das muss irgendwie vorbereitet werden und ich finde, das ist inzwischen bei Essen so gut geworden, dass die eigentlich immer ihre Angriffe gut vorbereiten und dass dann auch eine Kowalski, eine Elmasi, die wissen immer genau, wann sie jetzt auch mal ihre Einzeldinger machen können, weil hinter ihnen wird abgesichert, ist alles gut. Und wann sie es sich dann vielleicht doch wieder kneifen. Also das, ich finde dieses Kollektiv mit dieser individuellen Qualität gemeinsam gepaart, das ist richtig, richtig gut. Und man würde sich so wünschen, weiß nicht, Sarah, wie du siehst, dass die einfach zusammenbleiben dürfen, was wahrscheinlich nicht passieren wird, weil sie so gut spielen. Absolut, also denen hat man Freitagabend gerne beim Fußballspielen zugeschaut. Und auch, ich finde auch, dass sie sich jetzt von Spiel zu Spiel ein bisschen entwickelt haben, auch in den Themen, die du jetzt auch angesprochen hast, weil dann auch das Gegenpressing relativ stark war. Wenn man sie einfach wussten, stimmt, auch wann sie wieder auf den Ball drauf gehen und wann nicht, wann sie vielleicht auch mal fallen lassen. Und wenn du dich halt dann auch dementsprechend fallen gelassen hast, kam bei Duisburg auch nicht mehr so viel hinterher. Also ja, dementsprechend bin ich bei dir. Ich glaube, bei der SGS Essen ist es einfach das Gesamtkonstrukt. Da sind ganz klare Rollen verteilt. Man spielt gefühlt jedes Mal mit der gleichen Aufstellung. Da weiß jeder, was die andere macht. Ich finde, im Spiel mit Ball sind sie mittlerweile schon auch variabel, lösen sehr viel dann über eine Dreierkette mit Pilic, die sich fallen lässt, oder Ostermeier, die dann reinschiebt, damit Sterner hochschieben kann. Und was sehr auffällig ist, sie agieren super mutig. Eine Laura Pux dribbelt da teilweise auch sehr risikoreich und manchmal geht es auch Harakiri-mäßig schief. Aber wenn es gut geht, ist es halt eine super Einleitung eines Angriffs. Dieses Mal, fand ich, haben sie Duisburg schon auch relativ viel Geschenke gegeben, die einfach nicht genutzt haben. Das Gegenpressing war gut. Ich fand die Restverteidigung von Essen aber leider nicht ganz so gut. Hatten aber einfach Geschwindigkeitsvorteile, muss man auch sagen. Eine Ostermeier, eine Jacqueline Meissner, die laufen da auch dann sehr, sehr viel ab. Und dann kannst du vorne auch mal in 1 gegen 1 gehen, wenn du weißt, hinter mir habe ich Leute, die mich absichern, wie du gesagt hast. Aber ich finde auch, ich bin schon ein Fan und ich muss auch sagen, sie haben sich im Vergleich zur Hinrunde in dem Sinn weiterentwickelt, dass sie auch mal höher anlaufen können und nicht nur im Mittelfeldpressing mehr stehen. Ja. Und das macht sie schon noch unausrechenbarer und damit besser. Das stimmt. Und vielleicht auch noch, sie haben ja, glaube ich, 5 Wechsel gemacht. Darf man auch nicht vergessen. Also sie haben auch nicht wenig gewechselt, finde ich jetzt. Mhm. Auch wenn dann, ich glaube, 10 Minuten vor Schluss war nochmal ein Wechsel. Mhm. Aber ansonsten haben sie da auch immer wieder gewechselt. Also auch da durchaus ein Punkt. Nico Anautis disapproves, aber da hat er nicht mitzusprechen. Michaela, total unheikle Frage. Wen von Essen würdest du gerne zu Hoffenheim holen, wenn du jetzt die freie Auswahl hättest? Wir spielen jetzt Fußballmanager 24. Da gibt es tatsächlich ein paar. Das ist ja auch der Essener Weg. Die Ausbildung, dafür stehen sie, das machen sie wahnsinnig gut, wenn man sieht, welche Spielerinnen auch in der Nationalmannschaft mit Essener Vergangenheit spielen. Ja, da gibt es tatsächlich ein paar. Die Rechtsverteidigerposition ist in Deutschland mit Julia Gwin jetzt gut besetzt, aber danach finde ich auch eine Birgit Sterner kann da mitspielen. Mhm. Ich finde Natascha Kowalski eine super, super Spielerin, am Ball gut, aber auch läuferisch top, athletisch schnell. Sie kommt auch mal im 1 gegen 1 vorbei. Ein anderer Stürmertyp mit Ramona Meyer wäre vielleicht auch mal ganz interessant, finde ich. Ja, da gibt es schon ein paar. Lilly Pocella hat sich jetzt sehr gut in der Liga eingefunden. War ja jetzt auch das erste Mal, glaube ich, für die österreichische A-Nationalmannschaft nominiert. Ja. Und hat es da ganz gut gemacht. Ja, da die gehen schon einen ganz guten Weg, muss man wirklich sagen. Das Konstrukt passt. Ja, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, für mich eigentlich der erfolgreichste Verein im deutschen Frauenfußball, wenn man einfach nur anguckt, was sie in den letzten Jahren geschafft haben. Und jetzt ist es ja das, was jeder kopieren möchte, Sarah, bestimmt auch ihr bei Fürth. Ihr wollt jetzt das Essen des Südens werden. Was müsst ihr denn da kopieren? Kannst du sagen, woran das liegt, das Essen, das in so einer Konstanz jetzt
hinbekommt, Nachwuchstalente in den Profifußball zu kriegen? Ich glaube einfach viel Erfahrung. So ehrlich müssen wir auch sein. Also ich glaube einfach, dass sie jetzt über die Jahre hinweg einfach richtig gut arbeiten und auch viele und einige Leute auch länger schon dort haben. Also auch da, Erfahrung ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und sie sind auch einfach mutig, auch einfach junge Spielerinnen die Chance zu geben. Also wenn du dir mal so die Mannschaften anschaust, da sind ja selten mal welche, die unter 21 sind, sage ich jetzt mal. Also auch da ist Essen oftmals einfach ja ein Verein, der sagt, so, du hast ein gewisses Alter, bist vielleicht auch erst 17, 18, probier es einfach mal und schenken halt die jungen Spielerinnen das Vertrauen. Und ich glaube, sie haben halt eine Philosophie, der sie treu bleiben. Also auch das, wenn du, da brauchst du, glaube ich, eine gewisse Zeit, bis du diese Philosophie entweder aufbaust, erarbeitest. Und wenn du sie dann über Jahre hinweg treu bleibst und dann damit Erfolg hast, dann, ja, glaube ich, hast du da ganz, ganz gut gearbeitet. Aber die Frage ist, was ist dann in diesem Fall Erfolg? Ist dann Erfolg, dann immer den Klassenerhalt zu schaffen? Oder ist Erfolg, wie viele Spielerinnen haben über uns den Weg in den Profifußball geschafft? Ich glaube, das ist die Frage der jeweiligen Zielsetzung. Wie definiert jeder Verein für sich Erfolg? Wie definiert jede Persönlichkeit für sich Erfolg? Ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch. Und für Essen wird es, glaube ich, aus meiner persönlichen Sicht schon das Thema sein, den Klassenerhalt und aber auch so viele Spielerinnen wie möglich an den Profifußball heranführen. Ich glaube, das ist dann jeweils beides Erfolg für Essen. Und wie macht ihr das in Fürth? Wie machen wir das? Ich glaube einfach über eine menschliche Art und Weise und am Ende über einen nachhaltigen Weg. Also jetzt sofort jedes Jahr aufzusteigen, macht vielleicht auch noch gar keinen Sinn, weil wir noch gar nicht so weit sind in allen weiteren Themen wie Infrastruktur oder eben auch Personal, was dazu alles gehört, sondern da eben dem ganzen Thema auch Zeit zu geben. Also das würde ich sagen, ist ein Thema, was uns auszeichnet. Also es geht jetzt gerade um Aufstieg in die Regionalliga bei euch, aber das ist halt genau das Dilemma, in dem man halt steht. Du musst in einer gewissen Liga spielen, damit du für Talente einer gewissen Klasse interessant bist und dementsprechend solltest du auch in dieser Liga bleiben, aber eigentlich ist bei der Talententwicklung der Tabellenstand nicht immer das Allerwichtigste. Klar ist er nicht total unwichtig, aber er sollte nicht das Allerwichtigste sein, sondern eben, wie kriegt man die Spielerinnen weiterentwickelt und vor allem ja in dem Bereich auch noch des Frauenfußballs geht es ja auch darum, wie sieht es quasi neben dem Fußballfeld aus, weil du kannst nicht davon ausgehen, dass da eben eine zu den 30 Spielerinnen gehört, die davon leben kann, ganz, ganz easy, vielleicht auch noch sogar nach der Karriere durch die Prominenz und so weiter, die man erreicht. Also ich stelle mir das echt, es ist im Männerfußball schon schwierig, ich glaube aber im Frauenfußball vielleicht sogar noch einen Ticken mehr, weil auch so viel noch nicht da ist und ich habe das Gefühl, weiß nicht, Sarah, wie du siehst, aber ja, ihr müsst halt noch viel mehr aufbauen. Ja, und man darf auch nicht vergessen, auch wenn das Thema wahrscheinlich immer kommt, wenn man es anspricht, aber auch eine Spielerin mit 16, die dann in den Frauenbereich schon soll, kann nicht vom jetzt auch aus der U17-Bundesliga in die erste Liga. Also auch da fehlt einfach dieser Zwischenstep und das wird jetzt gerade, da wird immer mehr die zweite Frauen-Bundesliga wichtig. Aber auch da muss man sich dann natürlich fragen, wer spielt da am Ende? Und da spielen dann auch Mannschaften, die eher, ich sage jetzt mal, viele ältere Spielerinnen drin hat, die ersten Mannschaften und wo nicht nur Ausbildung der jungen Talente im Vordergrund steht. Also auch da haben wir ein Riesenproblem in Deutschland aus meiner Sicht. Und ich weiß nicht, was und wie es in Zukunft gelöst werden kann. Aber auch da müssen sich die Vereine und Verbände zusammen hinsetzen, weil ansonsten weiß ich nicht, wo die nächsten Nationalspielerinnen denn herkommen sollen. Gerade wenn man bedenkt, Hoffenheim U20, Wolfsburg U20, so gut wie abgestiegen, dann hast du nur noch zwei zweite Mannschaften in dieser Liga. Das ist dann definitiv keine Ausbildungsliga mehr. Ja, beziehungsweise könnte das nicht sogar für die Bundesliga, also für die zweite Liga, dann etwas Gutes sein, weil es ist ja auf einer anderen Art auch sehr ungerecht, dass du dich mit allem, was du hast, hochspielst in die zweite Liga und dann spielst du gegen Teams, wo vielleicht auch mal die, weiß nicht, Caro Simon ist dann aus ihrer Reha wieder zurück, sammelt Spielpraxis und auf einmal spielst du gegen Caro Simon und denkst du so, ja toll, ich bin halt Andernach. Also ich meine, die sind ja gerade viel, viel besser, die haben gerade gar keine Probleme. Aber also kannst du die Sicht der anderen Vereine da auch verstehen, Michaela, dass die sagen, also gerade die Zweitvertretungen sind dann sogar eher ein Problem?
Klar, das ist, muss man sich halt fragen, was der Ansatz ist. Ich finde schon, dass früher waren die zweiten Mannschaften die besten. Da Hoffenheim wurde, glaube ich, dreimal Meister. Mhm. Der FC Bayern war immer ganz vorne mit dabei. Jetzt sieht es ganz, ganz anders aus aufgrund der U20-Regelung. Vielleicht ist dann auch der Rückschluss, eine U20-Mannschaft ist dann doch weit weg von einer Bundesliga-Mannschaft. Vielleicht sollte man die Regelung auch nochmal so ein bisschen überdenken. Mhm. Aber ich glaube, da muss man insgesamt vom Verband her mal auch ganz klar sich committen, was man denn sein möchte. Und Sarah, hast du das Gefühl, das passiert schon? Also U20-Regelung bedeutet eben, dass keine älteren Spielerinnen in den Zweitvertretungen sein sollen. Aktuell ist es eben so, Wolfsburg 5 Punkte, Hoffenheim 4 Punkte nach 16 Spielen. Also das sieht schon sehr deutlich nach Abstieg von den beiden aus. Sarah, hast du das Gefühl, da tut sich auch was? Es ist jetzt fies, wenn ich sage nein. Ich glaube, es laufen Gespräche, das, was ich mitbekomme. Aber sagen wir mal so, kurzfristig wird es da jetzt erstmal keine Veränderung geben und eigentlich sind die Vereine ganz oft auf sich gestellt und irgendwie versucht der eine Verein mit dem anderen Verein in Kontakt zu treten, was macht ihr, wo denkt ihr, ist das Richtige, und am Ende sagt kein Verein, das ist genau die richtige Liga. Also auch das ist ja eigentlich schade, dass man gar nicht weiß, am Ende ist es das Richtige, weil dann kommen Vereine, die in der zweiten Liga spielen wollen und dann auch spielen sollen, aber der andere sagt halt, die Punkte sind uns gar nicht so wichtig, wir wollen ausbilden, und das steht ja im Konflikt miteinander. Und deswegen eine gewisse Ausbildungsliga, wie sie ursprünglich ja auch mal betitelt wurde, was Michael ja auch schon gesagt hat, das ist es nicht mehr, aus meiner Sicht auch. Also da weiß auch ich persönlich nicht, wie der DFB diese zweite Liga definiert, was er denn sagt, was das denn jetzt für eine Liga ist und wo in Zukunft diese zweiten Mannschaften oder auch die jungen Talente, die in den Frauenbereich hochschieben, wo die denn noch spielen sollen irgendwann, weil klar, können wir auch sagen, dann gehen sie halt in die Regionalliga, dann wird da das Niveau vielleicht auch ein bisschen besser, wenn die jungen Talente da spielen, aber auch das ist ja, weiß ich nicht, ob das am Ende das Ziel ist, also da fehlt mir manchmal auch noch die Idee. Ja, ich meine, wenn es jetzt in der Regionalliga so wäre, dass sie da auf ganz fantastischen Plätzen mit toller Infrastruktur spielen, würde ich sagen, ja, ist ja nicht so schlimm, dass wir da die besten Talente hinschicken, aber so ist es ja nicht mal in der zweiten Liga immer, deswegen. Ich meine, Potsdam trainiert immer noch im Winter auf Eis und so weiter. Und ist ja, es ist wirklich ein schwieriges Thema. Der Aufstiegskampf ist gerade extrem spannend. HSV 31 Punkte, Meppen-Sand 30 Punkte, Andernach und Potsdam 29 Punkte und Jena mit 27 und Gütersloh mit 26, die könnten da auch noch mit reinrücken. Also das wird auf jeden Fall interessant. Wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, aktuell sieht der DFB die zweite Liga als Warm-up für manche Teams, die es schaffen, sich so sehr an die erste Liga ranzuspielen, dass man die Liga irgendwann aufstocken kann und dass man es dann nicht zu sehr merkt, dass es dann nicht zu krasse Ergebnisse gibt. Also wir haben es ja öfter erlebt, dass Aufsteiger logischerweise große Probleme haben mit diesem Sprung, zweite Liga, erste Liga. Auch Leipzig hat das ja sehr leidvoll erfahren Anfang dieser Saison. Mein Eindruck ist, das ist gerade die Aufgabe der zweiten Liga. Es geht nicht mehr darum, unbedingt auszubilden, sondern es geht darum, zieht eure Infrastruktur gerade, bereitet euch darauf vor, dass ihr nicht nur die Lizenzauflagen erfüllen könnt, sondern dass ihr auch sportlich nicht komplett untergeht, wenn ihr aufsteigt. Und dann können wir nämlich guten Gewissens zur nächsten TV-Rechtevergabe aufstocken, die erste Liga dann eben. Ja, ich glaube, da ist am Ende auch ein bisschen die Frage, welcher Verein will überhaupt aus der zweiten Liga dann wieder in die erste Liga? Welcher Verein kann sich's leisten, wenn dann alles sich entwickelt? Und welcher Verein möchte es sich auch leisten? Und dann muss man auch schauen, was passiert dann, wenn das sich entwickelt hat, auch mit der Liga unten drunter, weil auch der Sprung von der Regionalliga in die zweite Liga, der ist einfach da. Und auch das darf man wieder nicht vergessen. Ach, es ist komplex. Aber gut, wir waren ja eigentlich beim Spiel Essen gegen Duisburg. Ich sag noch kurz, wie es für die beiden Teams weitergeht. In Bremen jetzt dann für Essen und Duisburg spielt jetzt dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, quasi Rückspiel des DFB-Pokalspiels. Und dann kommt das wichtige Auswärtsspiel bei RB Leipzig. Und jetzt haben wir nur noch eine Partie und die fand statt in Hoffenheim. Hoffenheim ist zurück auf Platz 3. Gegen Nürnberg war Mara Alba die entscheidende Spielerin, zumindest auf dem Torzettel, denn sie erzielt erst nach einer schönen Verlagerung von Dongus mit einem satten Schuss in der 14. Minute das 1:0. Und dann gewinnt in der 38. Minute eine gewisse Michaela Specht den Ball im Mittelfeld, dribbelt an, passt den Ball in den Halbraum und zwei Stationen später steht Alba frei
vor der Torhüterin, die übrigens wieder Lea Paulik war. Sie ist zurückgekehrt. Sehr, sehr schön, sie wieder im Tor von Nürnberg zu sehen, aber halten konnte sie diesen Schuss auch nicht. 2:0. Weitere Chancen gibt es noch, aber keine Tore mehr. Hoffenheim hätte durchaus noch höher gewinnen können, aber es bleibt bei diesem 2:0 und in der 74. Minute wird dann unser Gast gelb vorbelastet ausgewechselt. Sicherlich nur deswegen ausgewechselt. Michael, lief denn dieses Spiel, lief das denn so, wie du es erwartet hast gegen Nürnberg? Ja, im Großen und Ganzen, wenn man es zusammenfasst, war es für die Zuschauer vielleicht nicht ganz so interessant. Wir hatten sehr viel Ballbesitz. Der erste FC Nürnberg hat es immer mal wieder auch versucht, ein bisschen höher anzulaufen. Auch mit Ball finde ich, ich gucke Nürnberg aus neutraler Sicht sehr, sehr gerne zu, weil sie nicht nur den Ball nach vorne klopfen, sondern was sie auch gegen uns in der Mitte der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gemacht haben, über Steil-Klatsch-Kombinationen, über Desic und AVI, die da zweimal auch eine gute Chance hatte, wo sie dreimal stehen lässt im Strafraum. Top-Transfer gewesen im Winter für Nürnberg, muss man sagen. Aber im Großen und Ganzen war das schon relativ souverän von uns in dem Fall. Haben wenig zugelassen und ja, was wir uns ankreiden müssen, ist die Torausbeute. Das Spiel im letzten Drittel, was jetzt schon öfter mal auch Thema war, ist sicherlich mit das Schwerste zu verbessern. Aber ja, im Endeffekt ist das, was zählt. Und man braucht Tore, um zu gewinnen. Und ich glaube, wenn man jetzt ausblickt auf das nächste Spiel gegen Wolfsburg eben wieder, muss man dann deutlich effektiver sein. Ist das auch der Grund dafür, warum es einen Dreifachwechsel in der Halbzeit gab? Also ein Dreifachwechsel spricht selten dafür, dass der Trainer sagt, mega geile erste Hälfte, wir machen genauso weiter. Ja, in gewisser Weise vielleicht schon. Man muss aber auch sagen, dass wir im Pokal ja unter der Woche noch gespielt haben und gerade Melissa Kössler jetzt aus einer langen Verletzungspause kommt. Und man die vielleicht jetzt nicht zweimal 70 oder 90 Minuten durchjagen kann. Ja, das war, glaube ich, so eine Mischung aus Belastungssteuerung und nochmal doch auch ein Zeichen setzen. Wir können es besser. Also sprich, es gab nicht die Standpauke in der Halbzeit, weil das 2:0 zwar vom Ergebnis her gut war, aber nicht vom Spiel gut genug? Nein, da ist aber auch der Trainer eher immer relativ sachlich, zum Glück. Weil man muss ja trotz allem sagen, ja, wir hatten eine schlechte Phase zwischendurch. Aber nichtsdestotrotz haben wir 2 Tore geschossen, hatten weitere Möglichkeiten und haben das ja auch in der zweiten Halbzeit teilweise noch besser ausgespielt und kamen zu noch mehr Torchancen. Demnach, glaube ich, muss man da nicht immer draufhauen, sage ich mal. Genau. Und wie ist das für dich als Defensivspielerin, wenn du eben siehst, also gegen Nürnberg, ich glaube, man ist immer sehr gespannt darauf, wie werde ich angelaufen, weil Nürnberg hat manchmal einen sehr, sehr guten Plan gegen den Ball. Also sie haben immer einen sehr guten Plan, aber manchmal bedeutet der auch, dass sie richtig stressen, zumindest so in den Anfangsphasen der Hälften oft. Und dann ist es ja aber so, ja, seid dann eigentlich ganz gut immer, also über die erste Pressinglinie sowieso sehr einfach drüber hinweggekommen, das könnt ihr ja auch sehr gut. Das heißt, du hast den Ball eigentlich nicht mehr am Fuß, du hast noch eine Gegnerspielerin, an der du dich orientierst, du hast einen Raum natürlich, den du abdecken musst, aber letztlich stehst du ja dann da hinten und siehst vorne die Chancen, wie sie vergeben werden. Wird man da manchmal so ein bisschen fiebrig, dass man sich denkt, ach komm, ich kann doch jetzt nach vorne schießen und dann den Hero-Schuss aus 30 Metern in den Winkel setzen? Es ist nicht ganz so einfach, da hast du recht, weil man in einer gewissen Höhe des Spielfelds relativ wenig Einfluss hat und da einfach nicht mit eingreifen kann. Ab und an packt es mich noch, dass ich mit nach vorne laufe, wie eben vor dem zweiten Tor. Aber ja, man besinnt sich dann doch auf seine Hauptaufgabe und das ist als Innenverteidiger in dem Fall einfach eine gute Restverteidigung zu stellen, fürs Gegenpressing da zu sein. Und ja, man kann ja auch der Qualität der Offensivspieler vertrauen.
Okay, sehr, 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 sehr gut. Ähnlich gut, wie du den Ball gewonnen hast vor dem 2:0, war jetzt diese Antwort in Sachen Diplomatie. Aber sag mir mal kurz, was meinst du denn im Gegenpressing-Dasein als Innenverteidigerin? Das würde ja dann eigentlich bedeuten, dass du dann ja rausrückst aus deiner Position. Darf man das machen, wenn der Ball da in deiner Nähe landet? Das kommt drauf an natürlich, wie viel Stürmerinnen vorne bleiben. Man kann doch schon auch mal mutig nach vorne verteidigen, im richtigen Timing. Nürnberg hat auch die Stürmer nicht an der Mittellinie geparkt, sondern die sind auch schon mit in die eigene Hälfte gegangen, sodass man dann noch einen Tick mutiger schon anlaufen oder mit ins Gegenpressing gehen kann. Ja, das ist so ein Abwägen. Kann ich jetzt mit nach vorne schieben oder gebe ich zu viel Raum im Rücken frei? Ich meine, manchmal sichert ja auch der Außenverteidiger mit ab. Wie ist denn da so die Rollenverteilung zwischen dir und Marta Kasaja? Und was hat sich überhaupt durch sie verändert bei euch in der Innenverteidigung? Die Rollenverteilung ist sehr ähnlich. Wir haben beide die gleiche Aufgabe im Endeffekt. Also es ist nicht so, dass sie immer tief absichert und du dann dich nach vorne werfen kannst, sondern es ist immer situativ. Ja, nein, das kommt ja auf die Seite drauf an. Wenn ein Stürmer ist, schiebt die Ballseite nach vorne und die ballferne Spielerin geht hinter die Spielerin ins Sandwich sozusagen. Da gibt es jetzt keine speziellen Regelungen, außer eventuell am besten ist Sarai Linda neben einem, weil da weiß man, die läuft noch hinterher. Ja, das stimmt. Die lässt keinen davon kommen. Aber würdest du sagen, es hat sich was verändert? Also es fällt zumindest auf, also Kasselja ist eine der kopfballstärksten Spielerinnen der Liga, sowohl vorne im gegnerischen Strafraum als auch natürlich im eigenen Strafraum. Du bist eine der passsichersten Spielerinnen der Liga. Man hat so das Gefühl, ihr ergänzt euch in vielen Punkten auch gut und vielleicht könnt ihr könnt euch da auf Spanisch ja auch so absprechen, dass es niemand mitbekommt. Oder hat dafür das halbe Jahr nicht gereicht? Ah, da ist Marthas Deutsch schon besser mittlerweile. ja, das passt ganz gut. Man darf aber auch nicht vergessen, dass in der Hinrunde Lisa Dorn jedes Spiel gemacht hat und dann muskulär jetzt langsam wieder zurückkommt, jetzt auch die ersten Minuten eben gesammelt hat. Ja, das, glaube ich, muss man jetzt dann gucken. Beide sind im Sommer neu dazugekommen. Beide haben Riesenqualitäten. Aber ich glaube, gerade ergänzt sich so ganz auch ganz gut. Und was hat sich bei euch verändert, dass jetzt die Rückrunde so erfolgreich, so viel erfolgreicher läuft? Sind es jetzt nur die Ergebnisse und es ist jetzt wieder der dumme Journalistenblick von außen, der sagt, da muss irgendwas anders sein oder gab es auch Veränderungen? Ich glaube schon, dass es so ein bisschen intern Veränderungen auch gab, dass man teilweise ehrlicher war, und auch mal gesagt hat, wenn was nicht so gut lief, dass man so ein bisschen, man hat weniger rotiert, vielleicht auch teilweise jetzt zulasten der etwas jüngeren Spielerinnen. Ich glaube schon, dass man viel Spielzeit verteilen sollte, aber ein gewisses Konstrukt, wie eben auch die SGS Essen beispielsweise hat, ist dann schon notwendig, um konstant gute Leistungen abzurufen. Und ich glaube, das ist aktuell so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg. Gehört dazu dann auch, dass die Achse bestehen bleibt? Also meinst du dann solche Spielerinnen damit? Also Torhüterin ist ja sowieso klar, da gibt es jetzt ja auch keine Diskussion, aber Innenverteidigerin und dann Sechserposition hat ja bei euch zum Beispiel auch häufiger gewechselt und ich finde gerade auch in dem Spiel hat man wieder gemerkt, Fabienne Dongus, also zum einen, die drückst du im Zweikampf nicht so schnell weg, also da kommen nicht so viele Spielerinnen vorbei und die hat halt sehr gutes Gespür dafür, zumindest in der Partie ist mir das wieder aufgefallen, wann sie mit nach vorne geht, wann sie auch mal versucht, Tempo in den Angriff reinzubekommen und wann sie aber sagt, nee, okay, ich bin jetzt erstmal nur die Zwischenstation quasi für eine Verlagerung, also dass man eben über mich dann die Seite verlagert. Ja, finde ich schon, man merkt, dass sie über 200 Bundesligaspiele hat, mit Erfahrung, sie ist sehr ballsicher, hat ein Gespür auch für den Raum, kann ich mitpressen oder muss ich mitfallen? Ja, das kann man schon vielleicht so sagen. Aber auch insgesamt, dass einfach weniger rotiert wird. Und auch
Stand jetzt ja alle fit sind, mehr oder also außer eben eine Langzeitverletzte, was auch vielleicht dem Trainingsniveau nochmal gut tut, dass man da sich jede Woche zeigen muss, um dann auch zu spielen. Ja, interessanter Punkt, weil du wolltest jetzt ja logischerweise nicht so genau sagen, was in der Hinrunde nicht so gepasst hat, aber mir ist immer wieder aufgefallen in einzelnen Spielen und auch manchmal auch nur in Phasen von Spielen, dass es so passive Phasen gab und Phasen, in denen manchmal von jetzt auf gleich ganz wenig funktioniert hat. Da gab es manchmal ganz viele Fehler im Spielaufbau, das war gegen Eintracht Frankfurt zum Beispiel ein Problem. Manchmal gab es überhaupt keinen Zugriff im Pressing, weil, und das konnte ich dann von außen immer nicht so richtig einschätzen, war jetzt einfach der Pressing-Moment der falsche oder haben es nicht alle in der Intensität gemacht, die man halt dann auch manchmal machen muss. Und diese Phasen sehe ich jetzt gerade nicht mehr. Also es ist eigentlich so alles auf einem ähnlichen Niveau und dann man hat mal den Ball und man hat mal nicht den Ball und natürlich schaffen auch die Gegnerinnen mal gute Aktionen. Das ist halt normal, aber ich habe das Gefühl, so grundsätzlich ist eine höhere Spannung im Team. Vielleicht würde ich es so beschreiben. Würdest du sagen, da stoße ich in eine richtige Richtung? Wird es wärmer? Ja, ich glaube, da spielen sehr viele Faktoren mit rein, warum es jetzt gerade besser läuft als in der Hinrunde. Sicherlich ist, wenn man jetzt auch sieht, Fabienne war in der Hinrunde öfter raus, ich habe den Anfang verpasst, das Ende verpasst, Melissa Kössler hat die komplette Hinrunde verpasst, Julia Hickelsberger hat sehr, sehr viele Spiele in der Hinrunde verpasst und ne, Vanessa Diem hat es dafür super gemacht, aber da auch da merkt man, sie ist halt doch erst 19 oder 20 jetzt. Erfahrung gewinnt schon auch Spiele. Das ist schon, finde ich, auch klar, wie eben in der zweiten Liga das ist, ist es auch in der ersten Liga so, dass man da schon auch viel wettmachen kann. Und auch, finde ich, wichtig, so ein bisschen das Trainingsniveau, wie man sich vorbereitet, so spielt man oft tatsächlich. Und wenn da man nur mit 15 Spielerinnen trainiert oder halt eben dann mit 22, macht einen Unterschied. Ach so, zieht ihr dann gar nicht Spielerinnen aus der zweiten hoch, wenn ihr viele Ausfälle habt? Doch, das schon auch, gerade eben für das Taktiktraining. Aber dann muss man halt auch sagen, leidet die Qualität darunter. Da ist die Diskrepanz mittlerweile doch schon sehr groß. Und das heißt, beim Taktiktraining spiegelt dann quasi die zweite Mannschaft, die spiegeln quasi den kommenden Gegner oder sollen den so und ihr versucht dann verschiedene Lösungen für Spielaufbau und so weiter zu finden. Genau. Ich glaube, das ist so ein ganz üblicher Prozess, den jede Mannschaft macht in Gegnervorbereitung auf das Spiel, dass man versucht, spielnahe Situationen schon mal zu simulieren, um dann eben im Spiel einen Handlungsplan zu haben, wie man das lösen kann. Und wurde das in Spanien bei dir auch so gemacht? Also du hast im Interview mit Annika ja auch darüber gesprochen, dass da sehr, sehr viele kleine Spielformen gemacht wurden. Du hast aber auch ziemlich deutlich gesagt, naja, aber mit der Disziplin und der Effizienz und der Zielstrebigkeit hat es jetzt nicht immer gepasst. Deswegen war es mal schön, da gewesen zu sein. Aber jetzt willst du wieder in Deutschland sein. Also gab es dann zum Beispiel sowas, dass man eben genau sich auf die Gegnerinnen vorbereitet, mit eben dann richtig quasi versucht am lebenden Objekt im Training. Gab es sowas in Spanien auch? Ja, ich glaube, das ist im internationalen Profifußball in Anführungszeichen mit Gang und Gäbe. Das macht man auch in Spanien genau gleich, dass man kann, da gibt es immer verschiedene Varianten, ob man es einen Tag vorher macht, ob man es zwei Tage vorher macht, wie intensiv man auf den Gegner eingeht. Ich werde jetzt beispielsweise für Wolfsburg oder FC Bayern, die werden jetzt nicht ihr System daran anpassen, sondern sie laufen gleich an. Sie haben ähnliche Muster im Spielaufbau und passen es nur an den Gegner an, je nachdem mit einer oder zwei Spitzen beispielsweise, mit wie viel Personal sie aufbauen. Aber ja, das ist auch in Spanien sehr, sehr üblich. Und wo sind dann die Unterschiede zur Bundesliga? Ich finde, dass in Spanien deutlich mehr Straßenfußballerinnen gibt. Die Ausbildung, ja, nicht umsonst sind sie U17, U20, U19 Europa-Weltmeister in Serie.
Aber sie ziehen es auch konsequent durch, muss man sagen. Jetzt hat mit Vicky Lopez in der Nations League beim Stand von 2-0, glaube ich, wurde sie eingewechselt. Und es ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Und man gibt einfach einer 16-Jährigen ihr Debüt, weil man sagt, du sollst halt in 15 Jahren das auch noch machen. Das machen sie sehr, sehr gut. Auch jeder Verein hat sehr viele Spielerinnen aus dem näheren Umfeld oder aus dem Umkreis, weil eben dort extrem auf Ausbildung gesetzt wird. Wie sie das genau machen, ja, sie verbringen deutlich mehr Zeit auf dem Fußballplatz als wir. Belastungssteuerung ist nicht ein ganz so ein großes Thema. Man hat gerade in der Ausbildung deutlich mehr Freiheiten. Ja, und ich glaube einfach, die Zeit mit Ball ist die Zeit, die sie uns voraus sind. Warum sie dann jetzt auch Spanien oder der FC Barcelona ja, mit dem Gegner Katz und Maus spielen können. Aber irgendwie kann ich mir das immer gar nicht vorstellen, dass tatsächlich die Zeit am Ball noch so das Problem sein sollte, weil die Zeit der Dauerläufe ist doch eigentlich vorbei. Oder also was müsste denn Sarah jetzt bei Fürth umsetzen, damit Fürth das nächste Barcelona wird? Jetzt bin ich gespannt. Genau, schreib schon mal mit. Na, es ist ja nicht die Zeit, also es hat ja nichts mit Dauerläufen zu tun. Da geht es dann schon um individuelles Techniktraining beispielsweise. Mhm. Sehr viele Wiederholungen, erster Kontakt, Ball an- und Mitnahme, sauberes Passspiel. Was ja so ein kleines Manko, der Torabschluss immer in Spanien war, da haben sie auch extrem gearbeitet und setzen sehr viele Schwerpunkte eben in der Box mit direktem Abschluss oder mit zwei Kontakten. Sie sind jetzt, würde ich jetzt mal sagen, nicht die Athleten, wie zum Beispiel in England. Das ist, sie kommen einfach über das Fußballspiel. Und auch da haben sie alle ein sehr gutes Verständnis für Raum und Gegner. Die Vororientierung ist überragend bei sehr, sehr vielen Spielerinnen. Sie können Bälle hinter die Kette spielen, wo ich mir dachte, ja, keine Ahnung, wie der Ball jetzt dahin kam. Und das so ein bisschen gepaart mit dann, gerade jetzt, wenn man Nationalmannschaft geht, mit einer Salma Parayuelo, die dann ein Athlet ist und die tiefen Bälle einfach auch kriegt. Mhm. Das ist schon überragend, muss man sagen. Ja, man muss, glaube ich, in Deutschland so ein bisschen wieder wegkommen von Belastungssteuerung mit Samthandschuhen anfassen vor allem. Ich sag, was eine U20-Nationalmannschaft mittlerweile bei einem Lehrgang oder auch die einzelnen Spielerinnen geboten bekommen, ist nicht mehr oder entspricht auch nicht der Realität, die sie im Verein haben, vor allem wenn sie noch zweite Liga spielen. Da sollte man, glaube ich, einfach auch mal ehrlicher mehr Kritik anbringen, die Spielerinnen nicht ganz so früh hochhypen. Der Fall kann natürlich nämlich auch sehr tief sein. Ja, und da vielleicht nicht nur schön spielen, sondern dann doch auch mal, ja, ich habe immer, das beste Beispiel war für mich eine Tabea jetzt Zellner, früher Wasmut, die einfach sehr fleißig Woche für Woche eine Stunde extra im Einzeltraining war und an ihrer Flankentechnik geübt hat, an ihrem Torabschluss geübt hat. Und der Lohn waren in der Champions League Gruppenphase 10 Tore, glaube ich, waren es. Das sieht man schon, dass mit sehr viel Zeit auf dem Platz vieles machbar ist. Das kostet Ressourcen, das kostet aber auch Manpower, wie auch immer, weil man die richtig ausbilden muss. Also Thema Schusstechnik, Passtechnik, da braucht man dann auch gute Trainer, die das erkennen, woran es hapert. Ich glaube, am Ende darf man nicht vergessen, dass in Spanien der Fußball einfach auch viel, viel mehr in der Schule ist. Das ist bei uns einfach noch nicht das Thema. Die Mädels in Spanien spielen 12. bis 14. Lebensjahr irgendwann ab. Dann müssen sie bei den Mädels spielen. Da ist nicht dieses Thema Mädels bei den Jungs, wo ich diese Diskussion gerade gar nicht aufmachen will. Aber es ist einfach eine andere Voraussetzung, wie Mädels auch in den Fußball kommen. Und wenn du halt viel früher schon anfängst, auch auf einem gewissen Niveau, in vielleicht auch eine gewisse Stundenanzahl in der Woche mit dem Ball verbringst, dann hast du natürlich eine ganz andere Voraussetzung wie bei uns. Auch wenn gerade der Trend eher in die richtige Richtung geht, dass viele Mädels einfach anfangen mit dem Fußball,
Aber da haben wir einfach die letzten Jahre, aus meiner Sicht seit gefühlt 2011, haben wir einfach verschlafen, da einfach viel mehr zu machen. Von daher, glaube ich, ist das auch nochmal der Unterschied, dass einfach der Fußball in der Schule in Spanien extrem anders ist wie in Deutschland. Ich sage auch, das ist so ein bisschen ein gesellschaftliches Problem. In Spanien ist man geselliger, man verbringt mehr Zeit draußen und dann sucht man sich Aktivitäten zusammen und da kommt halt der Ball öfter mal ins Spiel. Ja, und gleichzeitig aber habe ich bei dem rausgehört, was du gesagt hast über die U20-Nationalteams, dass die fast dann ein bisschen zu viel bekommen. Also, dass der gesagt hat, was hast du denn damit gemeint? Ja, wenn man sieht, welche mediale Präsenz sie schon haben, wie viel Aufmerksamkeit sie bekommen. Auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite fehlt ihnen teilweise dann der Bezug zur Realität oder man denkt dann halt doch eher schon, naja, ich habe es ja doch schon geschafft. Mhm. Was dann oftmals halt nicht der Fall ist. Und da glaube ich, sollte man eher das Geld vielleicht auch in eine zweite Liga mehr investieren. Muss man vielleicht auch sagen. Ja. Ein bisschen ist hart formuliert, aber so ein bisschen teilweise die Mentalität, die Einstellung, die Kritikfähigkeit oder die Aufnahmefähigkeit der Spielerinnen ist so ein bisschen anders, als sie früher war. Und ich glaube, früher war nicht alles schlechter. Ja, es ist echt interessant, dass man das immer wieder hört, eben dann von den erfahreneren Spielerinnen und bei den Männern ist es, glaube ich, großen Teil auch so, dass man immer sagt, ach, die Jungen, die bekommen alles hinterhergetragen. Und ich verstehe auch, was du meinst mit der Aufmerksamkeit. Auf der anderen Seite sind wir aber ja noch an dem Punkt, wir haben jetzt über ein Spiel gesprochen an diesem Spieltag, das hatte 30.000 Zuschauer, bei den anderen waren die Zuschauerzahlen so wie immer, also irgendwas zwischen der Schnitt sind 2.500 und ich meine, in Hoffenheim sind es ja auch noch deutlich weniger und da freut man sich ja eigentlich um jede Aufmerksamkeit, die man bekommt, weil man will ja, dass da dann irgendwann mal 5.000 wenigstens sind. Und gleichzeitig stimmt es aber natürlich, dass, das hast du ja auch im Interview mit Annika angesprochen, es gibt nur einen ganz, ganz, ganz kleinen Teil an Spielerinnen, die A, jetzt schon davon leben können und aber vor allem mit der Perspektive, danach auch schon halbwegs gut abgesichert zu sein. Also vielleicht müssen die auch nochmal weitere Jobs machen, aber das sind, du hast gesagt, das sind vielleicht so 30 Spielerinnen, die das können. Und du hast gesagt, Zitat, ich spreche jetzt nicht von einer Lena Oberdorf, das ist okay, dass sie nichts tut, aber sie ist eben die Ausnahme. Und das finde ich aber schon interessant, weil auch hier im Rasenfunk, wenn wir über Dinge sprechen wie Equal Pay versus Equal Play und über ein Grundgehalt und so weiter und so fort, habe ich den Eindruck, dadurch, dass wir uns immer am Männerfußball orientieren und am liebsten eben alles hätten wie Männerfußball, weil das einfach gerecht wäre, weil der Frauenfußball so systematisch klein gehalten wurde, vergessen wir aber, dass wir uns dabei an der Realität orientieren, die eigentlich nur die Spitzenverdienerinnen in der Liga so wirklich betrifft und der Unterbau ja eigentlich vielleicht das viel größere Problem ist, weil du hast ja auch nebenher studiert und so weiter und so fort. Und ich meine, ich höre jetzt hier eindeutig schon eine Trainerin sprechen, also da musst du dir keine Illusionen machen, Michaela, du wirst mal Trainerin. Das hört man hier eindeutig raus. Aber ich habe das Gefühl, das ist daran krankt so ein bisschen, dass diese Perspektive fehlt, eben die nicht 30 Spielerinnen, die eben nebenher noch studieren müssen. Und das ist ja dann auch was Gutes. Also klar hätte ich gerne eine reine Profiliga, aber wenn ich weiß, die Spielerinnen verdienen nicht so viel, dass sie danach noch einen Job brauchen, ja, dann will ich doch auch, dass sie die Möglichkeit haben zu studieren. Und dann kann man aber auch nicht mehr ganz so viel trainieren und so weiter und so fort. Wie denkst du über diesen Spagat? Ich glaube nicht, dass sich das eine das andere ausschließt. Mhm. Spanien ist eine professionelle Liga. Sie haben das Mindestgehalt. Sie haben gewisse Anforderungen an Infrastruktur und so weiter. Aber auch da studieren alle. Mhm. Oder ja, eigentlich studieren alle. Da ist es ein bisschen einfacher, weil da gibt es gewisse Unterstützung von den Universitäten, der Verband fördert das und so weiter. Das ist vielleicht auch ein Ansatz, den man abgucken muss. Weil da ist denen schon bewusst, dass das mit 35 spätestens zu Ende ist. Da kommt eben Unterstützung von dem spanischen Verband, damit eben eine Perspektive da ist. Aber nichtsdestotrotz sind sie von 39 plus minus bis 15 Uhr am Trainingsplatz oder am Trainingsgelände. Und das ist eben hier bei vielen einfach noch nicht so. Und warum bist du dann nicht in der Liga mit dem Mindestgehalt geblieben? Es klingt ja so, als wären die Bedingungen da besser als hier.
Ja, man darf dann den Lebensstandard in Deutschland vielleicht auch nicht ganz so mit einem südlichen Land vergleichen. Das ist schon ein Unterschied. Auch aufgrund des Wetters beispielsweise gibt es dort ja sehr viel Kunstrasen, weil es einfach nicht machbar ist, den Rasen im Sommer und im Winter in einem guten Zustand zu halten. Aber ich sag schon, und auch die Zuschauerzahlen in Spanien sind, glaube ich, schon höher. Vor allem gibt es dort noch mehr Highlight-Spiele und im Schnitt mehr Zuschauer. Ja, aber es ist nicht alles Gold, was glänzt, muss man dann auch sagen. Okay, also es gab Gründe zurückzukommen. Wäre ja auch komisch, wenn du sonst zurückgekommen wärst. Bevor ich das jetzt hier noch zu sehr in die Länge ziehe, weil wir gehen schon auf 11:30 zu und es wird eine sehr lange Sendung, aber eine Frage muss ich noch stellen und die dreht sich jetzt nochmal um die TSG, weil wir wissen seit heute, wer ab der nächsten Saison neuer Trainer wird. Deodoros Dedisch wird kommen. Der war früher schon mal beim Meppen-Trainer, ist zweimal mit denen aufgestiegen, aus der zweiten Liga in die erste Liga, ist dann Co-Trainer bei Waldhof Mannheim, bei den Männern geworden und jetzt wird er euer neuer Cheftrainer. Worauf freust du dich? Was erwartest du dir vom neuen Trainer? Ja, ich muss ehrlich sagen, man hat ihn in Meppen, man ist ihm begegnet, aber es war ja dann doch nicht das Hauptaugenmerk, wer das damals war. Mhm. Sie haben sehr guten Fußball teilweise gespielt. Es hat einfach dann so ein bisschen auch an der individuellen Qualität gefehlt, dass am letzten Spieltag nicht für den Klassenerhalt gereicht hat. Ansonsten, wie gesagt, er hat sich gestern vorgestellt bei uns und jetzt muss man mal gucken, was dann da genau kommt im Sommer. Ich glaube, relativ jung, hat jetzt auch Einblick in den Männerbereich, was sicherlich auch von Vorteil ist, da mal über den Tellerrand hinaus zu gucken. Ja, bestimmt sehr spannend. Und wart ihr aber da irgendwie mit eingebunden oder zumindest der Mannschaftsrat, also das ganze Team kann man da wahrscheinlich nicht mitnehmen, aber es kam ja jetzt also für die Öffentlichkeit relativ überraschend, dass Stefan Lerch erst angekündigt hat, okay, also nach der Saison will er nur noch in Anführungszeichen Sportdirektor sein und jetzt eben dann die Trainerentscheidung. Gab es da schon Kommunikation an euch Spielerinnen, bevor jemand wie ich das auch mitgekriegt hat? Nee, da muss man auch sagen, ist ja ein Stück weit professionell, weil eine Mannschaft ändert sich ja dann doch jährlich ein Stück weit. Da kann man jetzt nicht sagen, ich frage mal hier Spielerin XY, ob sie denn den Trainer gern hätte oder nicht. Das muss schon ein Verein entscheiden, aufgrund der Spielidee, der Spielphilosophie, auch der Ziele. Das wurde schon von der sportlichen Führung alleine entschieden. Ja, gut, also dass sie keine Abstimmung machen, das meinte ich jetzt nicht, aber ich dachte, vielleicht wären da Teile von euch noch mitgenommen worden. Was würde denn jetzt passieren, wenn Hoffenheim die Champions League-Qualifikation wieder verpassen würde? Aktuell sieht es ja gut aus und was dann passiert, wenn ihr es schafft, das ist ja völlig klar. Aber was glaubst du, würde das mit dem Standort Hoffenheim machen, wenn man noch auf Rang 4 abrutschen würde? Man muss da jetzt schon so auch ein bisschen differenzieren. Aktuell lügt die Tabelle so ein bisschen. Man hat weder gegen FC Bayern noch gegen VfL Wolfsburg gespielt. Die Eintracht hat das getan. Mhm. Demnach kann sich das auch ganz schnell wieder ändern. Aber wir haben uns jetzt wieder eine gute Ausgangslage geschaffen, das ist richtig. Aber es würde ein abermals verpassen, würde jetzt nicht viel ändern, weil der Verein weiterhin dahinter steht. Jetzt auch mit der Entscheidung, dass es einen sportlichen Leiter als einzige Funktion gibt, hat man sich ja auch da ganz klar in Richtung so weiter investieren und weiter den Frauenfußball im Verein pushen entschieden. Demnach würde das, glaube ich, nichts an der Marschroute des Vereins liegen, ändern. Ja, dann. Das stimmt natürlich, der Hinweis. Aber es sind ja beides Heimspiele. Also Wolfsburg zu Hause, gut, ich meine, eher auswärts habt ihr da bisher oft geärgert. Aber ich meine, letztes Jahr war es zu Hause auch schon wahnsinnig knapp. Da haben sie nur noch lange Bälle geschlagen hinten raus, um das noch irgendwie zu drehen. Also wer weiß. Und Bayern dann am letzten Spieltag zu Hause die Meisterschaft versauen. Also ich sehe jetzt nicht, warum da die Tabelle noch irgendwie lügen sollte. Aber gut, das musst du wissen. Es geht jetzt eben erstmal gegen Wolfsburg für Hoffenheim und Nürnberg, über die wir ja auch gesprochen haben vorhin. 5 Punkte Rückstand, spielen jetzt dann gegen Freiburg als nächstes. Sind jetzt ein bisschen zu kurz gekommen hier in dem Segment, aber ich hoffe, alle Hörerinnen und Hörer verzeihen uns das.
Dann wollen wir als letztes noch unsere Spieltags-Awards vergeben. Das wird natürlich heikel, wenn Michaela hier ihre Kolleginnen ranken muss, aber sie wird es genauso perfekt machen, wie sie jede Kritik in meinen Fragen umdribbelt hat. Sarah, du darfst beginnen, nachdem Michaela jetzt gerade schon so viel geredet hat. Wer ist denn deine MVP dieses Spieltags? Kowalski. Hat mir unfassbar gut gefallen und gerne mehr davon. Aber wirklich, ey, die ist einfach, ja, aber haben wir schon sehr, sehr oft gelobt in dieser Saison. Wahnsinnig tolle Spielerin. Michaela, wer ist deine MVP? Ja, ich hatte tatsächlich auch sie auf dem Zettel. Jetzt könnte ich noch vielleicht auf Jule Brandt rüberschwenken, die sich wieder so ein bisschen frei geschossen hat, auch frei gedribbelt, auch bei der Nationalmannschaft, der schon super war und auch heute, auch wenn sie sicherlich noch ein, zwei Tore mehr hätte schießen können, eine sehr gute Leistung gezeigt hat. Ich schreibe Jule Brandt sehr gerne auf, allein wie fröhlich sie wieder gelacht hat, da ist einem erst aufgefallen, wie lange man das auf dem Feld schon nicht mehr von ihr gesehen hat. Eigentlich total irre, wie man das dann immer wieder vergisst. Und dann schreibe ich sie auch deswegen gern auf, weil dann bleibt meine MVP noch frei. Ich will Carlotta Wamser wählen, weil sie nicht nur, weil sie dieses ganz wichtige Tor gemacht hat, sondern weil sie wirklich ein tolles Spiel gemacht hat, weil sie mit dafür verantwortlich war, dass Bremen auch eben über ihre Seite nicht so viele Angriffe starten konnte. Ganz, ganz tolles Spiel von Carlotta Wamser. Meine MVP des Spieltags. Sarah, wer ist deine Unsung Heroine? Tatsächlich, weil ich auch ein Fan bin von jungen Spielerinnen, die sich einfach durchsetzen. Mara Alba fand ich ja Wahnsinn, mit 18 Jahren da einen Doppelpack auch natürlich zu machen und einfach eine richtig gute Leistung. Und ich habe tatsächlich geschaut, aus meiner Sicht die jüngste Spielerin auf dem Feld. Wenn ich richtig war. Das müsste, glaube ich, stimmen, ja. Also ist für mich auch immer noch mal so ein Indikator, finde ich. Deswegen und aber sicherlich auch, weil ich es ganz schön finde, wenn auch eben junge Spielerinnen in dem Alter es einfach schon in die Bundesliga schaffen. Michaela, wie ist das gegen Mara Alba zu trainieren? Wenn du hast ja quasi das, was Nürnberg jetzt mal 90 Minuten lang hatte, hast du ja viel öfter unter der Woche. Ja, aber muss man auch sagen, junge Spielerin hat große Schwankungen drin. An einem Tag spiele ich sehr gerne gegen sie, am nächsten eher nicht. Das ist schon noch auch sehr schwankend bei ihr. Aber wenn sie das konstant hinbekommt, glaube ich, hat sie schon im deutschen Frauenfußball eine große Zukunft vor sich. Ja, aber es ist interessant, weil vorhin, als du über die Spielerin gesprochen hast, die manchmal auch so ein bisschen früh gehypt werden, wofür die Spielerinnen ja überhaupt nichts können. Das ist ja immer was, was von außen kommt. Da habe ich nämlich auch an Mara Alba gedacht, weil ich die schon, da gab es so eine, jetzt weiß ich gerade nicht, wer sie gemacht hat, der Guardian, glaube ich, so eine Liste mit den 100 Top-Talenten in Europa und da war sie dann gleich auch irgendwie mit am weitesten oben von allen deutschen Spielerinnen. Und wir haben ja so ein paar solche Spielerinnen, die bei Frankfurt und Bayern und so weiter spielen. Und da dachte ich mir auch, irgendwie ist es schön, es ist ja auch eine tolle Form der Anerkennung, aber auf der anderen Seite schon auch ein bisschen irre, dass dann so eine 18-Jährige dann auch mal so ein Spiel schultern soll, wird jetzt eingewechselt so und jetzt kann sie ja mal ein bisschen was zeigen. Also ein bisschen absurd, aber jetzt haben wir ja sie hier als Unsung Heroine geehrt und wen möchtest du noch nennen, Michaela? Ich hatte tatsächlich Carlotta Wamser auf dem Schirm. Jetzt hast du sie schon anderweitig genannt. Ich finde einfach, ihr hat der Wechsel extrem gut getan. Sie findet wieder zu alter Stärke zurück. Muss man wirklich sagen. Sehr guter Transfer auch für Köln gewesen. Dann gehe ich jetzt vielleicht auf Lisanne Gräwe, die stark. Vielleicht auch durch die Verletzung von Tanja Pawelek jetzt ihre Spielzeit bekommt, die sie aber definitiv auch verdient hat. Und das auch einfach wirklich gut macht. Ich meine, sie ist auch erst, ich glaube, 22. Und dann bei einem Champions League Aspiranten auf der 6, auf der alleinigen 6, das so zu machen, glaube ich, ist schon. Und vor allem ist sie eine der wenigen, die in Frankfurt eben nicht mit Lob überschüttet wird. Sehr schöne Formulierung. Sie ist sogar nur 21 Jahre alt, am 11. Februar. Hatte sie Geburtstag. Ja, sehr, sehr gute Wahl. Da sieht man, was für ein Profi du bist, dass du einfach dann so schnell noch eine zweite Unsung Heroine aus dem Ärmel schüttelst.
Ich würde gerne Raffaela Borggräfe nennen, weil die hat nicht nur jetzt gegen Leverkusen sehr gut gehalten und war auch für die Null verantwortlich, die es da gab, sondern ich glaube, sie hat auch einen Anteil daran, dass eben Freiburg jetzt wieder zu Null spielt. Raffaela Borggräfe war ja verletzt und so, haben wir alles mitbekommen. Freiburg hat kein einziges Mal zu Null gespielt. Das erste Spiel, in dem sie zu Null gespielt haben, war gegen die SGS Essen. Und wer stand da nach seiner Verletzung zum ersten Mal wieder im Tor? Raffaela Borggräfe. Und seitdem viermal zu Null gespielt. Und klar, das ist jetzt nicht nur sie und da haben sich auch noch andere Dinge verändert. Haben wir ja Umstellungen in der Innenverteidigung und so, haben wir ja schon angesprochen. Aber ich glaube, rausnehmen kann man sie da auch nicht. Und weil ich das aber auch noch nirgendwo gelesen habe und gehört habe, dachte ich, das ist doch eine gute Unsung-Heroin. Also Raffaela Borggräfe ist meine Wahl an dieser Stelle. Sarah, was war dein Moment des Spieltags? Vorhin auch schon mal kurz angesprochen, 30.123 Zuschauer. Ich fand es einfach Wahnsinn, wenn man sich auch überlegt, ja, wie das noch vor ein paar Jahren war. Da wäre sowas in Deutschland irgendwie undenkbar gewesen und war für mich tatsächlich auch ein Gänsehautmoment, das, auch wenn es eben nur im Fernsehen war, aber im Fernsehen mitzuerleben und ja, Moment des Spieltags für mich. Und da muss man auch wirklich sagen, Kudos an Köln, dass die das immer schaffen, so viele ZuschauerInnen dann zu aktivieren. Es ist einfach ein besonderer Standort. Und Michaela, glaube ich, stimmt da sehr mit ein. Ich habe sie schon nicken und Luft holen sehen. Ja, auch das hätte ich jetzt genannt, weil es ja nicht nur, dass man ins große Stadion geht, sondern das auch mit 30.000 zu füllen, ist eine Leistung. Ich glaube, das Spiel hat es dann auch verdient gehabt. Ja, da kann man nur hoffen, dass da vielleicht noch ein, zwei weitere Spiele in der Saison hinzukommen, die vor einer ähnlichen Kulisse gespielt werden, weil es ja dann doch auch für den Zuschauer tatsächlich nochmal was ganz, ganz anderes ist. Total, total. Also nicht nur für euch Spielerinnen ändert sich da was, sondern eben auch am TV-Bildschirm. Das ist mir immer wieder aufgefallen, in der Premier League gab es jetzt doch mehrmals so Spiele vor 60.000 Zuschauerinnen und die Arsenal Ladies haben jetzt ja, glaube ich, sogar zweimal in Folge das Stadion ausverkauft. Und es ist einfach ein anderes Fußballspielen. Zum einen, weil du hast die besseren Kamerapositionen. Also wir hatten bei Köln gegen Werder zum ersten Mal eine 16er-Hochkamera. Die siehst du ansonsten nie, weil die gibt es nämlich einfach gar nicht im Frauenfußball. Es gibt da eben quasi Hauptkamera und hinter den Toren und so weiter und so fort. Und das Zweite ist aber auch bei Aktionen, die nicht klappen, ist eben eine größere Grundlautstärke im Stadion. Und dann dribbelt sich da eben eine Manjuwilde durch und schießt an den Außenpfosten und da reagieren ein paar Tausend und das macht auch was mit einem als Zuschauer. Also ja, das heißt, das ist auch dein Moment des Spieltags. Soll ich für dich auch einloggen, Michaela? Genau. Mache ich. Sehr gut. Dann bleibt für mich noch, wenn ihr das genommen habt, dann nehme ich jetzt noch was Sportliches und das ist das 1:1 von Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern, weil das war ein so wunderschöner Angriff, dass es wirklich ein bisschen wehtut aus neutraler Sicht, dass dieses Tor letztlich dann so schnell wieder nivelliert wurde, weil es war einfach von vorne nach hinten super durchgespielt. Der Laufweg und die Richtung und die Geschwindigkeit von Gerardine Reuteler war perfekt, dass sie dann den Ball noch, als Maler Groß schon rauskommt, gerade noch auf Freigang querlegen kann, war die Sahne auf der Kirsche, nee, die Kirsche auf der Sahne, so ist es, glaube ich, richtig herum. Also war ein ganz, ganz wunderbarer Treffer. Guckt euch das unbedingt an, liebe Hörerinnen und Hörer. Auch wenn es nicht zum Sieg gereicht hat, hat es gezeigt, was Eintracht Frankfurt spielen kann in dieser Saison. Und das war ja erst der 5. Gegentreffer für Bayern. Also 20% ihrer Gegentreffer haben sie gegen die Eintracht kassiert. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das Hinspiel ausging. War das nicht 0-0? Naja, ist schon wieder zu lange weg. Die Hörerinnen und Hörer werden es mir sagen. Auch dafür gibt es ein Forum. Ihr zwei, ich danke euch sehr, sehr herzlich. Sarah, vielen, vielen Dank, dass du hier warst, dass du uns auch so ein bisschen erzählt hast aus deinem Job. Ich hoffe, dass wir dich hier noch ganz oft haben werden und dass wir dann mitbegleiten können, wie da bei Fürth etwas wächst und im Entstehen ist und ihr dann irgendwann das fränkische La Masia seid. Vielen Dank. Ich habe es gleich auch schon versucht, nicht La Masia, sondern fränkisch auszusprechen, La Masia. Nee, super, super schön, heute wieder dabei zu sein. Danke dir. Ja, ich freue mich immer, wenn du hier bist und es war eine ganz besondere Freude, Michaela, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist jetzt ultra spät. Ich hoffe, wir kriegen keinen Trainer. Gib Stefan Leich bitte nicht meine Nummer, dass er hier anruft und sich beschwert, weil du zu lange hier noch im Rasenfunk warst. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Das freut mich und ich bin sehr gespannt, wo wir dich noch alles sehen im Fußball. Ich habe das Gefühl, das mit Analystin und Trainerschein, das passt schon alles ganz gut. Ich habe dir heute auf jeden Fall sehr gerne zugehört.
wenn du geredet hast. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich natürlich auch für eure Aufmerksamkeit. Der Rasenfunk ist allein crowdfinanziert. Alles, was wir hier machen, wird von euch finanziert. Und in dieser Folge danke ich HSV, Flens, Samuli, 894, Pate, Jakob, Niklas und Haradinho. Und dann habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Und zwar bei Mittags bei Henning war Emil zu Gast. Das ist jemand, der hat eine Transition durchgemacht. Das heißt, kam als Frau zur Welt, ist inzwischen zum Mann transistiert, man soll nicht geworden sagen, ich schaffe es schon nicht mal, die richtigen Worte zu finden, aber diese Folge war wirklich beeindruckend, interessant, ich fand sie absolut hörenswert und deswegen möchte ich sie an dieser Stelle hier nochmal empfehlen, ich habe es heute schon mal gemacht, hört sie unbedingt an, wird in den Shownotes verlinkt. Bis bald hier im Rasenfunk, macht's gut, ciao.